aus meinem Buch Alphabet des Krieges. Ž kao žena. Daju nam imena cvijeća da bi nas gazili. Jasmina. Man gibt uns Namen von Frauen, damit man uns leichter treten kann, zertreten kann. Jasmina, Nevena, Ruja, Liljana. Erinnern. Meine Erinnerungen bringen wieder Unruhe, Angst, Wut und Hass. Zerstörerischen Hass, der alles vor sich wegradiert, mich eingeschlossen. Trotzdem kann ich es mir nicht leisten zu vergessen. Das ist das Einzige, was ich nicht darf. Ich habe überlebt. Und was jetzt? Woher soll ich den Wunsch finden, etwas mehr aus diesem geschenkten Leben zu machen? Ich versuche es immer wieder, aber das Verbrechen an mir ist immer noch unsichtbar und ohne Namen. Ich bin unsichtbar, wie meine Geschichte, die nur für mich und in mir existiert. Ich werde nie fähig sein, sie jemandem zu erzählen, nie so, wie sie wirklich passiert ist. Ich wusste nicht, wo ich sie anfangen und wo ich sie beenden sollte. Jede Geschichte hat ihren Anfang und ihr Ende, werdet ihr sagen. Meine nicht. Egal, wie ich sie anfange, ist sie schon am Ende. Egal, wie ich sie beende, ist sie wieder am Anfang. Sie wird für mich nie vergangen sein. Also kann ich sie nicht beginnen mit "Es war einmal ein Mädchen in einem fernen Land" oder so ähnlich. Ich werde sie nie alt werden lassen, denn das bedeutet vergessen. Und vergessen ist schlimmer als der Tod. Ja, sie glauben mir nicht, aber es gibt unerwartet viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Zum Beispiel tot zu sein bei lebendigem Leibe. Sie haben mir meinen Körper, mein einziges Zuhause, weggenommen. Er ist noch da, aber er gehört mir nicht mehr. Ich will ihn so beschmutzt, so dreckig nicht mehr haben. Meine Seele schwebt seitdem um ihn herum und beobachtet ihn wie einen gefährlichen Hund mit 100 Köpfen, der sie jeden Moment in genauso viele Teile zerreißen könnte. Alles, was ich noch fühle, fühle ich außerhalb meines Körpers. Hunger, Durst, Kälte, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich heiße Emina, Branka, Fatma und Sorana. Und ich bin nicht die Einzige von meiner Sorte. Man nennt uns noch Kriegsbeute, sexuell kastrierte weibliche Subjekte, die schmutzige, etwas andere erste Frontlinie, die Vergewaltigten. Das, was man uns angetan hat, nennt man Missbrauchschlacht. Toll, nicht? Und wisst ihr, was die schlimmste Folge dieser Missbrauchschlacht ist? Die Scham. Ich heiße Emina, Branka, Fatma und Sorana. Bin 19 Jahre alt und ich putze. Ich putze mein Zimmer, das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Und ich wasche mich. Ich fange meinen Tag an, indem ich ganz lange meine Hände und mein Gesicht wasche. Dann putze ich mein Zimmer, dann wasche ich wieder meine Hände und mein Gesicht. Manchmal stehe ich hinter der Gardine und schaue heimlich nach draußen. Ich sehe, wie die Menschen vorbeilaufen. Unter den Passanten sind Menschen, die mich im Stich gelassen haben, die zugeschaut haben und auch die, die mir wehgetan haben. Ja, sie laufen immer noch frei herum, bringen ihre Einkäufe nach Hause und ihre Kinder zur Schule. Ich bin diejenige, die sich verstecken muss, die Schmutzige, die Vergewaltigte. Ich bin diejenige, die Scham empfindet, nicht sie. Einer meiner Vergewaltiger holt jeden Nachmittag auf der anderen Straßenseite seine Freundin ab. Einmal hat er sogar einen Blumenstrauß dabei. Er hielt ihn in seiner Hand, genau wie damals das Messer. Das Messer in der rechten, die Zigarette in der linken Hand. Sie haben uns wie Vieh zusammengetrieben und in die LKWs geladen. Wir saßen in diesem LKW, der nach Kuhscheiße roch, und konnten nichts tun, außer schweigen. Er blieb vor der Schule stehen, meiner ehemaligen Grundschule. Wir waren 20 Frauen. Vergewaltigt haben sie uns oben, im Klassenzimmer. Aber die meiste Zeit saßen wir unten im Heizkeller, zwischen Bergen von Heizkohle. Zigarette im Mund, Hammer in seiner Hand. Oben nackt, behaarte Rücken, behaarte Hände. Zigarette in seiner Hand, seine Haare zu einem Zopf gebunden. Keine Zähne. Ein Bündel Geld in der Hand, offene Hose, weiße Unterwäsche, Urinflecken. Ich putze den ganzen Tag. Ich sitze nie auf dem Boden.
Ich sitze nie auf etwas, was einen Fleck haben könnte. Ich sitze nie auf einem Sessel, weil ich Angst habe, er konnte nach alten Cevapcici und Schliwowitzer riechen. Zigarette hinter seinem Ohr, frisch rasiert, eine Wunde an seinem Kopf. Kassettenrekorder, Blaskapellenmusik, langsamer Schritt. Ich kann nicht atmen, ich bin blind. Ich sitze auf nichts, was einen Fleck haben könnte. Überhaupt sitze ich nicht gerne. Ich laufe um mich herum ohne einen Grund. Ich brauche sowieso keinen Grund für überhaupt etwas. Blaskapellenmusik. Ich laufe den Schulflur entlang. Er ist sehr lang. Meine einzige Hoffnung, dass ich dieses Mal nichts spüre. Mein Körper liegt auf dem Boden, aber ich schaue von oben herab, wie er gekrümmt auf meinem Körper liegt, wie sich sein haariger Hintern bewegt und stelle mir vor, dass der Gott gerade dasselbe sieht wie ich. Und ich schäme mich. Wir Frauen sind das Schönste, was er geschaffen hat. Und seitdem muss er uns von euch Männern beschützen. Er wird mich trösten und umarmen. Er wird mich zur schönsten Jungfrau im Paradies machen und keinen Mann mehr an mich heranlassen. Ich werde für immer im Paradies bleiben, unberührbar bis in alle Ewigkeit. K. Kaukosti, K. wie Knochen. Knochengärtner. Ein Mensch ist kein Vogel, der in den Nebel fliegen kann, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wenn ein Mensch verschwindet, warten irgendwo seine Knochen darauf, gefunden zu werden. Unter der Erde aus unbestimmter Tiefe schreien sie zu uns. Knochengärtner mit schwarzen Gesichtern und Augen ohne Licht pflanzen sie unbemerkt überall. Kein einsamer Ort ist vor ihnen sicher. Keine Mülldeponie, kein Felsspalt, kein Fluss, keine Wiese und kein Wald. Sie arbeiten ohne Rast, Tag und Nacht, mit Baggern und Schaufeln, um die Löcher zu graben. Mit Traktoren, Autos, Pferdekutschen, Handkarren, um die Toten oder noch Lebenden den Löchern zuzuführen. Am häufigsten geleiten sie denn die Menschen direkt zum ausgegrabenen Loch und sagen: Komm, wir machen einen Spaziergang. Ihre Stimme klingt dabei bestimmend, selbstzufrieden. Ihre Lippen bewegen sich kaum, sind müde, fast gelangweilt. Und während sie den Menschen zu seinem Loch führen, wird ein Knochengärtner zu den anderen sagen: Machst du denn hier alleine? Du weißt, wo das Loch ist. Bin ganzen Tag auf den Beinen, kann das Messer kaum noch in der Hand halten. Der andere Knochengärtner wird verständnisvoll mit Kopfnicken. Ruh dich aus, ich habe eine kalte Cola mitgebracht. Später kommt Zitzko und bringt einen Topf von zu Hause. Ich hoffe, er vergisst das Brot nicht. Der erste Knochengärtner wird sich in den Schatten unter einem Baum legen, sein Messer in das Gras stecken. Mit der gleichen Hand wird er eine Flasche Cola geräuschvoll öffnen und einen Schluck nehmen. Der Mensch, der mit dem zweiten Knochengärtner schon am Rand des Lochs steht, denkt verwundert darüber nach, wie unspektakulär das Sterben doch ist und dass das letzte Geräusch, das er wahrnehmen wird, bevor man ihn mit halb aufgeschnittener Kehle nach unten wirft, das Geräusch einer zu schnell geöffneten Colaflasche sein wird. Sein letzter Gedanke, während er auf die unten wartenden toten Körper fällt, ist: wird man mich je finden, meine Wahrheit je entdecken? Unten angekommen denkt er: Ich werde schreien, ich werde meine Knochen schreien lernen. Man wird sie hören und finden. Tief unter der Balkanerde findet man die besten Beweise, wie wir uns hassen, wie wir auf unsere Unterschiede bestehen. Auch die Knochen werden eines Tages auf bosnische, serbische und kroatische Knochen aufgeteilt. Sie werden noch Kinderknochen, heilige Knochen, unschuldige, geklaute, verlorene, falsche, gefundene, gesuchte Knochen genannt. Aber eins ist sicher, sie werden gesucht. PS: Erzählt von einem, der es überlebt hat. 18 Jahre später, Mutter. Nach 18 Jahren Suche habe ich zwei Knochen gefunden. Knochen einer Hand und Knochen eines Beines. Mit diesen zwei Knochen habe ich aber mein Kind nicht gefunden. Ismails Platz ist leer, in meiner Seele, in meinem Herzen. Nichts kann ihn erfüllen. Es ist schwer, sich damit abzufinden, zwei Knochen zu begraben. Ich als Mutter habe nicht einen Sohn mit zwei Knochen geboren. Ich habe einen Kopf, Schulter, Hände, Beine geboren. Der Rest meines Kindes ist leider verschwunden.
Aber ich bin nicht alleine. Alle Mütter, die ihre Kinder heute mit mir zusammen begraben, begraben 2, 3 Knochen oder nur die Hälfte ihres Kindes. Heute werde ich diese 2 Knochen begraben, werde einen Grabstein haben, worauf geschrieben steht, dass ich einen Sohn, der Ismail hieß, hier in Srebrenica geboren habe und dass er hier in Srebrenica getötet worden ist. Als ich ihn vor 18 Jahren das letzte Mal sah, als sie ihn mir wegnahmen, sah ich nur noch seine Kinderaugen, die vor Angst schon gestorben waren. Mit seiner festen, jungen Stimme, der Stimme seines Vaters, schaffte es noch zu mir zu sagen, Mutter, mach dir keine Sorgen. Als sie mir jetzt sagten, dass mein Sohn gefunden und identifiziert wurde, habe ich das erlebt, als wäre er mir jetzt gerade getötet worden und nicht vor 18 Jahren. Pokosilo mi je dušu, zujalo je oko mene. Aber es sind leider nur 2 Knochen, sagten sie entschuldigend. Macht nichts, sagte ich. Diese 2 Knochen geben meinen Ismail seinen Namen zurück. Jetzt können wir auch diejenigen nennen, die ihn getötet haben. Es sind nicht nur die Opfer, die einen Namen und Nachnamen haben müssen, sondern vor allem die Täter. Der Bruder. Sie haben sie aus dem Bus rausgeholt. Sie war 16. 7,5% der Knochen meiner Schwester hat man gefunden. Der Rest ist leider verbrannt. Du bleibst alleine. Es gibt niemanden mehr, um an deine Tür zu klopfen. Du verbringst dein Leben, indem du in den Knochen wühlst, in der Hoffnung, die deinen zu finden und sie zu begraben. Von meinem Bruder habe ich es am Ende geschafft, auch seinen Kopf zu finden. Er war 25 Kilometer von seinem Körper entfernt. Ihm haben sie die Kehle durchgeschnitten. Von meiner Schwester, wie gesagt, 7,5%. Und das war's. Einer, der dabei war, erzählte mir, dass mein Bruder gebettelt hat, dass man ihn erschießt. Der Tschetnik, fast beleidigt, sagte zu ihm, bist du des Wahnsinns? Eine Kugel kostet 3 Mark, das ist zu teuer für dich. Er musste dann 6 Stunden in der Todesschlange warten, bis er dran war. Der Sohn. Ich suche nach meinem Vater seit 92. Ein Typ hat mir einen Tipp gegeben, wer mir verraten könnte, wo man meinen Vater weggeschmissen hat, nachdem man ihn getötet hat. Am Sonntag, den 29. Juni 99, kam ich dann in einen Wald, genannt Feenwald. Es war 8 Uhr abends. Nach ein paar hundert Meter kam ich an eine Mülldeponie. Dort warteten wie verabredet 2 Männer auf mich, VT und noch einer, den ich nicht kannte. Sie tranken Bier. Unter diesem Müll lag der Körper meines Vaters und seines Bruders BC. Ich wühlte allein im Müll. Ganz oben lag ein Kuhkadaver, unter dem noch mehr Müll. Ich fand die Überreste meines Vaters. VT trank weiter sein Bier und lachte. Er wusste sogar, wessen tote Kuh da liegt. Ich grub etwa 2 Stunden lang. Es wurde bald stockdunkel. Ich grub weiter mit meiner Taschenlampe. Das Monster fragte mich, ob ich für den anderen Körper auch bezahlen würde. Immerhin, seien es 2 Körper und ich hatte doch nur für einen bezahlt. Ich lehnte ab. Die 2 Körper brachte ich in 2 großen Mülltüten nach Hause. Für die sterblichen Überreste meines Vaters habe ich seinem Mörder 1.500 Euro bezahlt. In Den Haag. Ich bin sehr erleichtert, dass das Versteckspiel vorbei ist. Nicht, dass es mir schlecht ging, ich konnte noch ewig so weitermachen. Zizko ist immer noch irgendwo draußen, bei den Seinen in den Bergen versteckt. Aber man wird älter und schwächer, man braucht Medikamente und Ärzte. Der Knast in Den Haag ist viel besser, als ich erwartet habe. Wie wir unten, also unter uns sagen, es ist sowas wie ein Altersheim. Ich bekomme alles, was ich brauche. Mein Organismus verträgt es sehr gut. Was mich ärgert, ist diese Dunkelheit hier. Das Klima ist anders als bei uns. Ich vermisse unsere Berge, Luft und Licht. Aber davon kann man nicht leben. Lacher. Der Anwalt. Allein im Juni, Juli und August 92 hat Rade Sukic mehr als 3000 Lebensjahre von Moslems in Visegrad gestohlen. Er hat vergewaltigt, so viel er wollte.
Er hat getötet, so viel er wollte. Er hat geraubt, so viel er wollte. Er hat gefoltert, so viel er wollte. In seinem Schlussplädoyer beschrieb sein amerikanischer Verteidiger Jason Allard die Überlebenden, die gegen Rade Sukic ausgesagt haben, als Lügner, als Verrückte, als Alkoholiker oder hysterische Personen. Rade Sukic bekam lebenslänglich. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank erst einmal an Vanessa Berbo, eine Schauspielerin, die lebt und arbeitet in Berlin, die aber insbesondere auch... Entschuldigung, noch einmal herzlichen Dank an Vanessa Berbo, eine Schauspielerin, die lebt und arbeitet in Berlin, die aber auch insbesondere mit der Region, um die es heute Abend geht, eng verwurzelt ist, weil sie im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde. Herzlichen Dank nochmal. Wir hörten Szenen über die Kriege auf dem Balkan, über die einzelnen Perzeptionen und Blickwinkel. Und wir hörten vor allem über die Verbrechen, die begangen wurden. Guten Abend und herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Marion Kraske. Ich finde es wunderbar, dass Sie sich hier alle für unser Thema, für unser sehr komplexes Thema hier heute interessieren. Und nach diesem künstlerischen Auftakt wollen wir jetzt übergehen zu unserer Podiumsdiskussion hier heute Abend zum Thema 25 Jahre ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Und der Titel, unter dem wir das heute moderieren wollen und auch natürlich mit Ihnen diskutieren wollen, ist Recht und Unrecht auf dem Balkan. Ein Thema, das insbesondere momentan von großer Bedeutung ist, gerade in einer Situation allgemeiner Radikalisierung, in einer Situation, in der Akteure nicht bereit sind, die geltende Friedensordnung, wie sie 1995 in Dayton festgelegt ist, zu akzeptieren. Und in einer Situation, wo wir neuerlich mit Rhetoriken und Narrativen konfrontiert werden, die an die 90er Jahre denken. Kriegsnarrative werden neuerlich in den öffentlichen Diskurs eingespeist. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Themen heute hier beleuchten. Und um nochmal zu den Anfängen zurückzugehen, 1993 wurde das ICTY eingesetzt in einem Ad-hoc-Verfahren, wie das so schön hieß, mitten im Bosnienkrieg, als Berichte von ethnischen Säuberungen die Runde machten, insbesondere in der Region Prijedor. Das allein war sicher schon ein historischer Akt. Das heißt, dieses Einsetzen durch den UNO-Sicherheitsrat, trotz der Widerstände und trotz, das muss man ganz klar sagen, der unterschiedlichen Interessen weltweit, die wir nachher im Anschluss auch noch diskutieren wollen. Seither hat das Haager Tribunal 10.800 Tage prozessiert, mehr als 4.650 Zeugen wurden befragt, mehr als 161 Anklagen auf den Weg gebracht. Nicht zu vergessen eine enorme Menge an Dokumenten und Materialien, die zusammengetragen wurden, auch mit Widerständen natürlich, angefragt von Militärs, von Regierungen, insgesamt die unvorstellbare Zahl und 2,5 Millionen Stücken. Eine schwierige Beweislage, mit der die Richter, die Staatsanwälte zum Teil zu kämpfen hatten. Einige, wir erinnern uns, Verfahren dauerten mehrere Jahre lang. Dabei steht das ICTY, keine Frage, in der Tradition der Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Form das erste internationale Tribunal seit Nürnberg. Und allein das macht die historische Dimension ja schon deutlich. Seit seiner Einsetzung freilich wurde das ICTY immer auch kontrovers diskutiert. Für die einen war es ein Meilenstein der Rechtsgeschichte. Wir werden heute darauf im Einzelnen auch noch eingehen, weil supranationales Recht weiterentwickelt werden konnte. Für die anderen ein steter Hort der Manipulation,
der Parteilichkeit. Und das ist vielleicht sehr interessant, weil ausgerechnet in diesem Punkt alle kriegsbeteiligten Gruppen sich ausnahmsweise einer Meinung waren. Fest steht, bis heute sind maßgebliche Politiker in der Region nicht bereit, sich mit der eigenen Vergangenheit und mit den eigenen Verbrechen der eigenen Gruppe kritisch auseinanderzusetzen. Historische Fakten werden geleugnet und behindern ganz klar den so wichtigen Aussöhnungsprozess. Die Heinrich-Böll-Stiftung, also wir, arbeiten in der Region insbesondere auch zu diesen Themen. Und deswegen ist diese Veranstaltung hier nicht nur bedeutsam für die Region als solche, sondern auch für unsere Arbeit, weil wir natürlich auch versuchen, sozusagen unsere Arbeit, unsere Wirkung, unseren Wirkungskreis von hier zu befruchten und Diskussionen in die Region hineinzutragen. Ende 2017 hat das Tribunal seine Arbeit eingestellt und wir wollen heute eine Bilanz ziehen. Zum einen eine juristische Betrachtung vornehmen, was wurde erreicht, was sind die konkreten Errungenschaften, was ist das Erbe dieses Tribunals. Und zum anderen wollen wir dann in die Region schauen und fragen, wie wird denn diese Arbeit dieses so wichtigen Tribunals perzipiert? Welche Transition findet statt und findet diese Transition überhaupt statt? Das heißt, das ist der Bogen, den wir hier heute spannen wollen. Dazu haben wir eine großartige Expertenrunde eingeladen, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus mit uns beleuchten werden. Dazu möchte ich erst einmal einladen, die andere Dame auf der anderen Seite, Jenana Karubdruschko, Journalistin und Begründerin des Webportals Avantgarde, die sich natürlich auch mit diesen Themen befasst, also den Fokus auch setzt auf Vergangenheitsbewältigung und Aussöhnung, die lange Jahre auch diese Tribunale, die einzelnen Verfahren begleitet hat und die für uns auch diese interessante Ausstellung hier als Rahmenprogramm vorbereitet hat zu den Verbrechensorten in Bosnien-Herzegowina. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Dann Professor Wolfgang Schomburg. Er war der erste deutsche Richter am ICTY und kann uns natürlich deswegen heute auch diese Binnenperspektive hier ein bisschen nahe bringen. Mit einer beachtlichen Liste von Veröffentlichungen zum transnationalen Strafrecht, auch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Und Herr Professor Schomburg wird uns helfen, hier das Ganze aus juristischer Sicht zu analysieren. Wir freuen uns sehr, dass auch Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten Nemanja Stjepanovic, auch ein Journalist und Aktivist, der 10 Jahre lang die Prozesse in Den Haag auch aktiv als Journalist begleitet hat und der dadurch natürlich auch ein extremes Wissen hier heute Abend mitbringt. Heute arbeitet er beim Zentrum für humanitäres Recht in Belgrad. Das ist die Hauptorganisation der regionalen NGO RECOM, für die Jenana auch zuständig ist. Beide sind aber heute nicht für RECOM hier, sondern eben für ihre jeweiligen Organisationen vor Ort. Und Nemanja wird uns heute auch ein wenig die serbische Perspektive heute hier beleuchten. Vielen Dank und herzlich willkommen. Last but not least, Erich Rathfelder, Journalist und Buchautor. Seit Jahren in der Region, kennt die Details aus eigener Erfahrung, weil er schon im Krieg da war. Viele andere haben immer nur gelesen. Erich Rathfelder kann immer sagen, ja, aber da war ich doch dabei. Das heißt, er hat zwischen den Frontlinien auch recherchiert und gearbeitet und hat einfach mit dieser langen Präsenz in der Region wirklich eine Kontinuität wie kein anderer. Ausgezeichnet auch von der Südosteuropa-Gesellschaft für sein Werken. Und ich freue mich sehr, dass auch du heute deine Expertise hier zur Verfügung stellst. Herzlich willkommen. Ja, ich darf jetzt überleiten an Herrn Professor Schomburg mit einem Eingangsvortrag, sozusagen, der die Bewertung des ICTY aus juristischer Sicht vornehmen wird. Und diese nehmen wir danach als Grundlage, um weiter zu diskutieren. Danke. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Es gibt keine Gerechtigkeit
ohne Wahrheit. The world rests on three pillars, on truth, on justice and on peace. Ein Zitat aus dem Talmud. If you want peace, work for justice. Ein Zitat von Papst Paul VI. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung und ich freue mich auch in der Tat selber, dass so lange Zeit danach noch ein so großes Interesse an dem Thema besteht und ich hoffe auch weiter bestehen wird für die Zukunft. Denn wir brauchen diese Gedanken, dass es keine Frieden ohne Gerechtigkeit wird und gibt und vor allem keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit, brauchen wir mit Sicherheit auch in der Zukunft. Es ist nicht nur die Mantra von denjenigen, die an Gerechtigkeit durch Justiz glauben und Frieden durch Justiz glauben, sondern, wie Sie gesehen haben, interessanterweise auch basierend auf zwei großen Religionen, wobei sich ein Teil der Bevölkerung gerade in dem Bereich das Ziel gesetzt hatte, bestimmte Regionen des früheren Jugoslawien durch ethnische Säuberung von Muslimen zu befreien. Ich möchte hier darauf verzichten, mit welchen Worten dieses geschehen ist. Ich versuche, dieses heute ausnahmsweise mal so nüchtern wie möglich darzustellen. Das Wichtigste aus allem ist, dass das ICTY, das Jugoslawien-Strafgerichtshof, aber auch das Schwestergericht in Ruanda, Ruanda-Strafgerichtshof, eines gezeigt haben. Internationale Strafgerichtsbarkeit ist möglich, soweit die Politik das zulässt. ICTY wurde eingerichtet, wie erwähnt, als Ad-hoc-Tribunal durch einen Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen aufgrund der Grundlage der UN-Charta 7 als Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace and acts of aggression. Also etwas, was in der Vergangenheit nur bemüht wurde, um militärische Einsätze zu rechtfertigen und auch zu starten. Hier vor dem Jugoslawien-Gerichtshof, aber auch vor dem Ruanda-Gerichtshof ging es darum, Frieden zu schaffen, nicht oder mit weniger Waffen, Gerechtigkeit durch Strafverfahren gegen die Hauptverantwortlichen zu führen. Es ging um ein Ende der Verantwortungslosigkeit. Es ging darum, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Ich möchte gleich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass damals, als wir uns etwa 1985 in dem Kreis von internationalen Juristen zusammengetan hatten, um ein Statut für das internationale Strafgerichtshof zu errichten, dass damals nur von der Verantwortung, das zum Verantwortung ziehen, die Rede war, nicht von weiterreichenden Zielen, von Verständigung, nicht von Entschädigung, nicht von zentraler Opferrolle. Dieses sind alle Punkte, die erst im Laufe der Zeit später hinzugekommen sind. Und schließlich diese Tatsachenfeststellungen vor Gericht, die dienen sollen, insbesondere gegen jede Form von Revisionismus und Geschichtsklitterei. Diese Tatsachenfeststellungen sind für Historiker von Bedeutung. Man sieht es auch heute schon, inwieweit Historiker auf Urteilen aufbauen der Tribunale, wie sie Widersprüche zum Teil feststellen, die zum Teil darauf beruhen, dass die Strafprozessordnung nun mal von der Unschuldsvermutung ausgeht und dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, wohingegen ein Historiker nicht daran gebunden ist. Aber beachtlich ist, wie weit doch diese Tatsachenfeststellungen durch die parallelen Feststellungen einerseits von Gericht und ergänzend von Historikern gleichermaßen in Stein gehämmert sind. Es wurde ja schon angesprochen, es scheint heute zu sein und es ist leider auch so, dass sich natürlich die radikalen Gruppen in den verschiedenen
Regionen im früheren Jugoslawien nicht darum kümmern, was in diesen Urteilen drinsteht. Es gilt also, diese Tatsachenfeststellungen noch deutlicher zu machen und auch in der Bevölkerung zu verankern. Es wird sich die Frage stellen, muss man bestimmte Tatsachenfeststellungen, also dass Srebrenica ein Völkermord war, muss man dieses möglicherweise schützend unter Strafe stellen? Unter Strafe stellen, wie wir das in Deutschland mit unserer Strafvorschrift in Bezug auf den Holocaust haben und wie es interessanterweise auch in Ruanda der Fall ist, dass dort als erstes eine Strafvorschrift zur oder gegen die Leugnung des Völkermordes geschehen ist. Also, wir dürfen nicht vergessen, diese drei Punkte: Frieden schaffen, Gerechtigkeit schaffen und die Tatsachenfeststellung. Bevor wir aber dieses nun bewerten, muss noch mal zurückgegriffen werden. Wie war die Situation vor der Einrichtung des Tribunals? Es wurde eigentlich seit 1872 von Gustav Monnier vom Internationalen Roten Kreuz gefordert, dass es einen internationalen Strafgerichtshof geben soll, der Verletzungen des internationalen humanitären Rechtes ahnden sollte. Das Rote Kreuz hat am Ende eines jeden Krieges darauf wieder hingewiesen. Es kam zu keinem Erfolg. Ich kann nicht auf Details eingehen vom Vertrag von Versailles, wo ja auch die Verfolgung von 3000 Deutschen und dem Kaiser hingewiesen wurde. Welche Farce ist das geworden? Wir hatten zum ersten Mal nach Nürnberg und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg eine derartige Einrichtung, wo auch mit Mitteln der Justiz gearbeitet werden konnte. Sicherlich von den Siegermächten, aber auch mit Distanz betrachtet, nicht in der Form von Siegerjustiz. Alles im Allem muss man sagen, eine faire Justiz. Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit vielleicht gleich einen Einwurf machen. Benjamin Ferenc, einer der Ankläger aus diesen Verfahren heraus, hat mir mal in meinem Dienstzimmer in Den Haag gesagt, ja, also ich verstehe, dass bei euch die Verfahren alle so lange dauern, aber ihr habt es jetzt nicht so gut, wie wir es damals gehabt haben. Damals hatten wir unmittelbaren Zugriff zu den Angeklagten. Wir hatten Zugriff zu allen Beweismitteln. Und ihr habt in eurer deutschen Gründlichkeit alle Tatpläne aufgezeichnet, sodass wir das eigentlich nur zusammenpacken mussten und in einem Hauptverfahren alles auf den Tisch legen konnten und darauf relativ schnell zu Urteilen kommen konnten. Wohingegen hier, Sie wissen es, vor dem Jugoslawien-Tribunal, es fing an mit dem kleinen Herrn Tadic, bis schließlich letztendlich auch Mladic, Karadzic und andere vor Gericht gebracht wurden. Aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als das Gericht eingerichtet wurde, hatte man praktisch nichts vor sich. Man hatte vor sich internationale Konventionen, die in der Zwischenzeit entwickelt worden waren, aber die niemals angewendet worden waren. Es hat sich auch, nur um diesen kleinen Blick noch mir zu erlauben, aus den ersten Erfolgen von sowohl dem Jugoslawien-Strafgerichtshof wie auch dem Ruanda-Strafgerichtshof ergeben, dass weitere Tribunale für Sierra Leone, für Kambodscha, Rote Khmer-Taten in 1972, Libanon-Tribunal und dann letztendlich auf dem Rom-Statut dass der permanente Strafgerichtshof eingerichtet wurde. Also der wesentliche Unterschied: hier hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die sogenannten ad hoc, also auf zeitliche Begrenzung angelegte Gerichte eingerichtet für zwei Regionen, früheres Jugoslawien und das andere nicht mal nur auf die Region begrenzt, sondern Völkermord auf dem Territorium von Ruanda in sechs
Monaten mit ungefähr 1 Million Toten. ICTY, ICTA, das ist noch lange nicht Geschichte. Es ist zusammengeführt worden, aus meiner juristischen Sicht völlig unnötig, kostenintensiv, aber durchaus politisch motiviert, führen die Geschäfte beider Tribunale jetzt ein sogenannter MICT, ein Merger des ICTY und des ICTA, also beides wird zusammengeführt, zu einem Single Mechanism for International Criminal Tribunals zusammen. So ein Unsinn kann ich nur sagen, mitten in den Verfahren. Die Pferde wechseln, die Richter wechseln, dass die Verfahrensordnungen wechseln. Da kann auch nur ein politischer Grund für diese Intervention vorliegen. So ist es auch. Und es wird sich auch erst zeigen, was in den kommenden Verfahren vor dem MICT herauskommen wird, insbesondere wenn das Verfahren gegen Herrn Seychelles jetzt in der zweiten Instanz im April zum Ende geführt wird. Welches Gesetz wurde angewendet? Wir können froh sein, dass es auf der internationalen Ebene, also oberhalb der nationalen Ebene, ein supranationales Recht gegeben hat. Wir haben Tatbestände hier insbesondere vorgefunden in der Antivölkermordkonvention, die nebenbei auch auffordert, und die Staaten, die unterzeichnet haben, haben sich dazu verpflichtet, Gerichte für einen Völkermord einzurichten. Wo bleibt das im Blick auf Syrien? Ein Völkermord, der auf jeden Fall in Ruanda festgestellt wurde, aber auch in Teilen von dem früheren Jugoslawien. Zum ersten Mal hatten wir die Gelegenheit, diese Völkermordkonvention auf internationaler Ebene mit Leben zu erwecken. Und auf internationaler Ebene heißt eben nicht nur, dass hier like-minded Staaten zusammengekommen sind, sondern dass man sich auch auseinandergesetzt hat mit Richtern auf der Bank aus China, aus Russland, aus den USA, Frankreich, Indien. Also praktisch die ganze Welt war vertreten, Australien ist vertreten, Neuseeland ist vertreten. In der Tat ein globales Gericht. Völkermord als die eine Tat, dann die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein besonders wichtiges Kapitel, denn hierfür gab es noch keine Konvention, sie ist jetzt in Vorbereitung. Ob das in der jetzigen politischen Situation funktionieren wird, habe ich meine Zweifel dran. Aber auch hier konnten wir eine ganze Menge entwickeln. Was sind denn nun diese Kernverbrechen gegen die Menschlichkeit? Und ich denke besonders auch auf die eindrucksvolle Eingangsvorlesung bezogen. Ich denke, dass das Gericht eine ganze Menge geschafft hat in Bezug auf die Situation und die Verarbeitung vor Gericht, was Vergewaltigung angeht. Es ist einfach unerträglich gewesen, von der Verteidigung zu hören, dass doch angeblich ein Konsens vorgelegen habe und. Seit Kunaratsch und im Spiel mit dem Jugoslawien, mit dem Ruanda-Tribunal, sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir gesagt haben, dass während eines derartigen bewaffneten Konfliktes, der weit verbreitet und systematisch ist, einen tatsächlichen Konsent zur Vergewaltigung nicht geben kann und von daher dies auch von der Staatsanwaltschaft nicht mehr bewiesen werden muss. Also hier ist ein Beispiel nur von vielen, dass die Vergewaltigung anerkannt wurde als Crime Against Humanity, als ein Teil des Völkermordes, wenn es insbesondere darum ging, durch gewaltsame herbeigeführte Geburten dafür zu sorgen, dass die andere Ethnizität möglichst, so die Vorstellung der Täter, nicht weiter existieren konnte. Schließlich haben wir auf der Basis hier von Völkergewohnheitsrecht gearbeitet. Das heißt, mangels Konvention mussten wir und durften hier, ein großes Privileg, das Recht als Richter sehr intensiv weiterentwickeln. Was auch noch wichtig ist, ist der Punkt der Kriegsverbrechen. Es wird hier oft davon gesprochen, dass es während des Krieges kein Recht gibt.
Der alte Satz, wenn die Waffen dröhnen, dann schweigt das Recht, ist falsch. Er wird zwar immer wieder bemüht und gerade auch von früheren verurteilten Personen als solches bemüht, dass sie sagen, also es gibt keinen rechtlichen Rahmen fürs Völkerrecht. Sehr wohl gibt es ihn in den Genfer Konventionen von 1949 mit seinen beiden Zusatzprotokollen. Und sowohl das frühere Jugoslawien wie auch Ruanda haben diese Konventionen gezeichnet und es gehört und ratifiziert. Es gehört eben zum Teil des Rechtes, das diese Staaten auch anerkannt haben. Aggression kann ich hier außen vor lassen. Das gilt nur für den permanenten Internationalen Strafgerichtshof. Dieses Delikt tritt dort erst ab 17. Juli 2018 in Kraft. Was, meine Damen und Herren, sind nun die wesentlichen Ergebnisse des ICTY? Das Wichtigste aus meiner Sicht, es ist möglich, auch hochrangige Personen aus Politik und Militär zur Rechenschaft zu ziehen, wenn und soweit der politische Wille es erlaubt. Die Politik kann sich nicht mehr darauf berufen, dies sei juristisch nicht möglich. Auseinandersetzungen in Kriegssituationen könne man nicht aufbröseln und die Verantwortung dafür herausfinden. Es ist möglich gewesen, auch gegen den Willen vieler Regierungen auf dem Territorium des früheren Jugoslawien, auch von EU-Organen, die nicht bereit waren zu kooperieren, und auch von UN-Organen, die nicht bereit waren zu kooperieren. Dennoch ist es, und das ist insbesondere den Staatsanwälten der ersten Stunde zu danken, dass hier wesentliches Material festgestellt werden konnte. Aber es wäre nicht möglich gewesen, hätten sich nicht zwei ehrenwerte Professoren, nämlich Professor Sherif Bassioni aus Ägypten und den USA gleichermaßen und eine Norwegerin, auf den Weg gemacht und im früheren Jugoslawien selbst die Beweismittel gesucht und mit den Studenten die Beweismittel gefunden für diese vielen Ermordungen, die es dort gegeben hat und auch zusammengebracht hat mit den potenziellen Täter, sodass der Link zwischen der Tat und den Personen hergestellt werden konnte. Es ist, um nur auch einen Blick drauf zu werfen, wenn man also Bassioni regelmäßig gefolgt ist oder auch Hanne Greve aus Norwegen, wenn man damals hören musste, bevor das Tribunal eigentlich eingerichtet worden war und bevor ich da die Ehre hatte, dorthin zu kommen, dass dort die Militärs, auch der NATO, es diesen Studentengruppen und den Professoren verweigert haben, beispielsweise Leichensäcke zu bekommen, dass sie die Beweismittel vorlegen konnten, dass sie Beweismittel zusammen hatten. Und dennoch ist es ihnen gelungen, das so darzustellen, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen letztlich aus Scham nicht anders konnte, als dieses Gericht einzurichten und dann letztendlich auch Stück für Stück, Verfahren nach Verfahren, jedes Verfahren liefert neue Beweismittel, die entsprechenden Verantwortlichkeiten festzustellen. Ein zweiter Punkt, es ist aus meiner Sicht abwegig, die Kosten internationale Tribunale zu beklagen. Wie schnell sind die Kosten für Waffen zur Hand? Die FAZ, wohlgemerkt, hat einmal festgestellt, dass die Kosten für das ganze Tribunal so hoch sind wie die Anschaffungskosten für einen Stealth-Firebomber, einen einzigen. Und von daher betrachte ich es eigentlich als sehr abwegig, wenn man diese hohen Kosten hier beklagt. Denn die Justiz hat ja auch eine Menge geschafft. Stellen Sie sich vor, es hätte die Haftbefehle gegen Karadzic, Mladic und andere nicht gegeben. Ich bin der Meinung, dass gerade die Chefs der Municipalitäten
auch eine besondere Rolle gespielt haben, weil sie entscheiden konnten, folgen wir nun Plan A, Plan B von Karadzic oder tun wir das nicht? Wir haben Munizipalitäten gesehen, in denen wurden die fürchterlichsten Verbrechen begangen. Die Pläne von Karadzic wurden zu 150% erfolgt. In der Nachbarmunizipalität ist nichts passiert. Die Chefs der Munizipalitäten hatten die Wahl. Und diejenigen, die sich für die Verbrechen entschieden haben, die sind eben auch zur Rechenschaft gezogen worden. Und ich denke, dass das ein wesentlicher Teil ist, dass man auch auf dieser Ebene zu klaren Urteilen gekommen ist. Ein Punkt, der mich sehr berührt, ist der, dass es eine Fehlentscheidung aus meiner Sicht war, dass Jugoslawien-Strafgerichtshof auf der Basis von aufoktroyiertem angloamerikanischen Strafverfahrensrecht arbeiten zu lassen. Die weniger in die Rechte des Gebietes eingreifende Lösung wäre gewesen, so weit wie möglich jugoslawisches Strafverfahrensrecht anzuwenden. Ein hervorragendes Recht, das nebenbei sehr stark beeinflusst ist von spanischem und deutschem Strafverfahrensrecht. Es wäre ein geeignetes Recht gewesen. Es hätte auch dazu geführt, dass die Entscheidungen von allen am Verfahren Beteiligten, aber auch von der Bevölkerung besser zu verstehen gewesen wären, als das jetzt der Fall ist. Viele konnten nicht verstehen, wie Richter innerhalb von 6 Monaten für einen konkreten Sachverhalt 2 verschiedene Tatsachenfeststellungen getroffen haben. Woran lag es? Der Richter vor einem angloamerikanischen Gericht darf nicht mit so viel Papieren in das Gerichtssaal kommen, wie ich das hier tue. Er hat gar nichts zu haben. Der hat zu hören, was sagt die Verteidigung, was sagt der Staatsanwaltschaft, kann sich zurücklehnen und dann fällt er am Ende ein Urteil. Er spielt keine aktuelle Rolle. Es wurde diese riesige Datenbasis erwähnt. Sie können sich nicht vorstellen, wie es für einen Richter ist, wenn er weiß, dass es eine so große Datenbasis gibt und dass in dieser Datenbasis so und so viel relevantes Material enthalten ist, aber man hat keinen Zugriff dazu, weil man eben als Richter da sich zurückzuziehen hat. Und das Ganze hat natürlich auch seinen politischen Sinn. Dadurch bleibt das Ganze in den Händen der Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft kann sehr gut von außen kontrolliert werden. Und ich sage das recht deutlich, es hatte seinen guten Grund, warum die ersten Staatsanwälte aus den Vereinigten Staaten oder aus den Staaten der sogenannten Five Eyes kamen. Nämlich die Kontrolle über das Gericht auszuüben. Was kann man aus den Erfahrungen ziehen? Lassen Sie mich damit abschließen. Das Wichtigste scheint mir zu sein, ich darf daran erinnern, dass wir in kaltes Wasser geschmissen wurden, dass es noch keine Vorbilder gegeben hat, an denen wir uns orientieren konnten, dass so schnell wie möglich eine parallel arbeitende Justiz eingerichtet wird in den Gebieten selber, mit denen Hand in Hand gearbeitet werden kann. ICTY hat keine eigene Polizei. Wenn die Justiz vor Ort mitwirken kann in vernünftiger Weise und auch will und auch gelassen wird, dann ist es durchaus möglich, noch zu besseren Ergebnissen kommen. Aber die Erkenntnis ist, wir können natürlich nur die schwersten Delikte beurteilen und zu einem Urteil bringen und nicht die mittleren und unteren. Von daher sind wir sehr schnell auch dazu gekommen, dass etliche Verfahren nicht eingestellt wurden, sondern zurückgegeben wurden in die Staaten im früheren Jugoslawien. Ob das funktioniert hat oder nicht, ich denke, das wird nachher wesentlicher Teil der Debatte sein. Ja, ganz genau. Kurz, ganz kurz lassen Sie mich die 4 Sätze noch sagen. Es wird auch in Zukunft, ich denke, diese Lehre müssen wir auch in anderen Bereichen kennen.
keine Globalisierung geben dürfen ohne Gewaltenteilung und ohne Rule of Law. Alles andere liefe auf globale Willkür und Verantwortungslosigkeit zu. Die Ausweitung und die Verantwortung zum Verantwortung ziehen, es war möglich. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Ausweitung des internationalen Rechts auch auf sonstige schwerste Delikte gegen globale Interessen, wie etwa globale Umwelt, die wir nur einmal haben, ausweiten müssen und können. Wir brauchen auf jeden Fall eine Unabhängigkeit der internationalen Justiz. Ich sage, wir brauchen eine bessere Fortbildung schon im Vorfeld. Wir brauchen vor allem eine Qualifikation als Voraussetzung für Richter und Staatsanwälte, die UN-Richter werden sollen. Wie sehe es aus mit etwa einer UN-Richterakademie, die für den Fall eines Falles immer bereitsteht, um sofort einzuspringen, bevor, wie in Ruanda, 1 Million Menschen ums Leben gekommen sind? Wie können oder es können Ad-hoc-Tribunale im Einzelfall sinnvoller sein als eine Sicherheitsratsüberweisung durch an den ICC? Und nur als Erinnerungspunkt, es gäbe auch eine Möglichkeit, etwa in anderen Situationen, auch das wurde vorhin angesprochen, wie können wir ein Veto im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überwinden. Mhm. Ich denke, man muss noch einmal sehr sorgfältig darüber nachdenken, ob nicht das herangezogen werden kann, was wir 1950 in der Uniting for Peace Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen hatten, um das zu schaffen, was ich am Anfang sagte, nämlich Frieden schaffen, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich danke. Herzlichen Dank, Herr Professor Schomburg. Ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr komplexes Thema. Sie haben es wirklich sehr anschaulich erklärt und ich hätte Ihnen jetzt noch ein bisschen länger zuhören können. Wir haben leider jetzt aber noch eine Podiumsdiskussion, aber vielleicht können wir das ja noch mal vertiefen, dass Sie vielleicht auch noch mal einen Beitrag für unsere Webseite schreiben. Ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall da. Herzlichen Dank nochmal. Ja, insbesondere interessant fand ich diesen Aspekt, den Sie ja genannt haben. Das heißt, dass bezogen auf die Leistung, auf das Erbe des ICTY, in jedem Falle eben diese juristische Fortentwicklung von Rechtsstandards. Sie nannten gerade dieses Beispiel Vergewaltigung und ich denke, das ist ganz wichtig, auch für unsere Stiftung, die sich ja auch zu diesen Themen, Gender Empowerment, zu diesen Themen arbeitet, dass da einfach was geschaffen wurde, was auch auf andere Kriegsgebiete dann angewandt werden kann. So habe ich Sie verstanden. In jedem Fall ein interessanter Punkt, auch für uns. Wir wollen jetzt tatsächlich nach diesem Einstieg in diese Region, um die es geht, noch einmal springen und wollen tatsächlich hinterfragen, was heißt diese historische Leistung, die Herr Professor Schomburg hier skizziert hat, jetzt für diese Region? Wie wird denn diese historische Leistung perzipiert? Und Jenana Karub-Druschko, ich würde Sie am Anfang fragen wollen, findet denn diese Transition überhaupt statt? Das ist ja die Idee gewesen. Herr Professor Schomburg hat es gesagt, kein Frieden ohne Gerechtigkeit. Wir haben Urteile, die eben aber offenbar nicht diesen Widerhall finden. Wir sprachen schon darüber. Welche Strukturen, welche Narrative herrschen vor, die das tatsächlich blockieren? Zunächst einmal möchte ich mich bei der Stiftung herzlich dafür bedanken, dass Sie überhaupt eine solche Veranstaltung organisiert haben. Und ich möchte sagen, dass ich sehr dankbar bin dem Professor Schomburg, dass wie wichtig und auch einverstanden bin, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, was der ICTU getan hat. Denn der ICTU hat ja viel Beitrag geleistet, einen großen Beitrag geleistet, weit über die Grenzen des ehemaligen Jugoslawiens. Ich wollte nochmals betonen, wie wichtig das ist, was Sie hier angesprochen hatten. Ich werde das nochmals wiederholen, weil Sie jetzt keinen Kopfhörer gehabt hatten, Herr Professor. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Praxis des Haager Tribunals ja die über die Grenzen der Region der Balkan hinweggegangen ist, aufgrund eben der Änderungen, aufgrund dessen, was Sie geschaffen haben im Rahmen des ICTU für das Völkerrecht, was die Urteile bzw. das Erbe des ICTU angeht. Wir können ja bereits jetzt schon darüber
sprechen. Aus Sicht Bosnien-Herzegowinas und der Opfer, das ist einfach unschätzbar. Unschätzbar deshalb, weil der ICTU aufgrund der Tatsachen, die gesammelt worden sind, da sind Tausende von Seiten an Dokumenten gesammelt worden, Tausende an Zeugenaussagen, Beweisen zusammengetragen worden, die zum Teil auch genutzt worden sind während der Verfahren, zum Teil aber auch nicht. Das ist ein riesiges Erbe, dass, wenn es das Haager Kriegsverbrechertribunal nicht gegeben hätte, wir diese Grundlage gar nicht hätten. Dieses Erbe des ICTU hat alle wichtigen Tatsachen zusammengetragen. In den Urteilen wurden die Verbrechen auch bestätigt, die stattgefunden haben. Die Vergewaltigungen, die Lager, die ethnischen Säuberungen. Ich rede jetzt konkret über die einzelnen Fälle bis hin zum Völkermord in Srebrenica. Leider ist es so, dass heute dass man die Tatsachen, anstatt sie anzunehmen in der Region des ehemaligen Jugoslawien, dass man diese Tatsachen akzeptiert, dominieren die Narrative. Die Narrative, die noch aus dem Krieg kommen, die damals bereits die Machthaber versucht haben, den anderen aufzuoktroyieren, diejenigen, die damals hinter den Konflikten auch standen, bis hin zu den heutigen Machthabern in der Region, die nicht nur alles ablehnen und negieren, was in Den Haag gemacht worden ist, sondern dass sie sogar die als Kriegsverbrecher Verurteilten, in Den Haag Verurteilten, sogar als Helden feiern, dass man sie als Nationalhelden feiert und willkommen heißt. Ich kann einige Beispiele nennen. Nena Stepanovic kann einiges noch nennen. Nazarovic beispielsweise, von Den Haag verurteilt, ist vor kurzem in der Militärakademie engagiert worden, um dort Kindern beispielsweise dort Vorträge zu halten. Es gibt leider viel zu viele Beispiele hierfür. In einem kleinen, also in Bosnien geschah mal, das war eine der ersten Urteile, dass jemand, der seine Strafe abgesessen hatte, nach Bosnien geschah mal zurückkam und er bekam im Grunde im Laufe einer Ausschreibung einer öffentlichen dort eine Stelle, eine öffentliche, dort, wo er diese Verbrechen begangen hatte. Eine der Bedingungen war, dass er eigentlich zeigen muss, dass er nicht vorgestraft wird. Und das Innenministerium, das Serbische, hat ihm eine solche Bestätigung gegeben, dass er nicht vorbestraft ist, weil sie einfach so getan hatten, als wüssten die das nicht. Also die Ironie, dass man das nicht akzeptiert, was das Internationale Strafgericht hier an Urteilen gefällt hat, auf der Grundlage der Vereinten Nationen, also das ist halt das Verhältnis. Wenn Ausländer zu uns kommen, dann sage ich Ihnen, in Europa kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man den Holocaust leugnet. Es ist auch verboten, also das Genozid zu leugnen. Und das trifft auch für Srebrenica im Grunde genommen zu. Die Ironie ist, dass ein italienischer Diplomat in der Schweiz verurteilt worden ist, weil er den Völkermord in Srebrenica verleugnet hat. Und wir hören das immer wieder, jedes Jahr, von Milorad Dodik, dem Präsidenten der Republika Srpska, bis Aleksandar Vučić, dem Präsidenten in Serbien, der noch nie akzeptiert hat, anerkannt hat, dass es einen Völkermord gegeben hat in Srebrenica. Und Aleksandar Vučić ist ein in Brüssel auch akzeptierter Führer, auch in Deutschland ist er gern gesehener Gast, bekommt er entsprechende Unterstützung von hier. Und wenn Sie aber eigentlich Logik sich zugrunde nehmen, dann muss man sagen, dass hier derjenige, der Aleksandar Vučić respektiert, eigentlich auch das Leugnen des Genozids unterstützt, des Völkermordes. Erstmal danke, sozusagen das Eingangsstatement von dir. Ich würde jetzt auch gleich gerne überleiten an Nemanja. Nochmal wirklich die Frage, auch aus serbischer Perspektive. Wir sprachen darüber, Jenana hat es ja nochmal eindrücklich auch skizziert, eine Verleugnung der Fakten, die juristischen Fakten, die historischen Fakten finden keinen Widerhall. Warum das Ganze? Warum tun sich die Akteure so schwer? Was steht dahinter? Warum diese Blockade und auch diese Ignoranz letztendlich von dokumentierten Verbrechen? Guten Abend zunächst einmal und herzlichen Dank für Ihre Einladung.
aufgrund dessen, dass die Leute, die in den Strukturen sitzen, heute ist eins der Gründe, auch Teil der damaligen Strukturen waren oder selber auch Teil der Kriegsverbrechen oder des Krieges gewesen sind, auf unterschiedliche Weise. Das ist die eine Seite. Jenana hat schon erwähnt, diesen einen Fall des Generals Wladimir Lazarowitsch, der verurteilt worden ist vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal für Kriegsverbrechen gegenüber Kosovo-Albaner. Nicht nur, dass er in die Institution zurückgekommen ist, aufgenommen worden ist, dass er in der Militärakademie unterrichten kann, sondern dass er nach Absitzen seiner Strafe eine Regierungsmaschine ihn abgeholt hat, um ihn nach Serbien zurückzubringen. Die Minister haben ihn da abgeholt, andere Minister haben ihn in Empfang genommen vor Ort mit hohen Würdenträgern der Kirche, des Militärs. Das ist die Atmosphäre, in der wir heutzutage leben. Das ist das, was wir sehen. Das, was aber nicht so sichtbar ist vielleicht, ist Folgendes. Wir in unserem Fonds für humanitäres Recht führen unterschiedliche Untersuchungen durch, die vor allen Dingen sich gründen zum Großteil auf die Dokumentation, die das Haager Kriegsverbrechertribunal gesammelt hat, geschafft hat, aus den Archiven, den Militär- und Polizeiarchiven zu stehlen fast, denn wenn es dieses internationale Gericht nicht gegeben hätte, hätten wir den Großteil dieser Dokumente nie zu Gesicht bekommen. Wir haben Untersuchungen durchgeführt, dass Leichen von Kosovo-Albanern versteckt worden sind, dass sie von Zivilisten zum Teil auch hier Verdunkelung stattgefunden hat. Wir haben 110 Menschen identifiziert auf diese Art und Weise, die sich daran beteiligt haben. Das sind vor allen Dingen Polizeikräfte gewesen aus der Zeit. Wir haben noch etwas gemacht. Wir haben die Biografien dieser Leute untersucht. 90% dieser Personen blieben weiterhin in Amt und Würden in der Polizei, nachdem sie an diesen Operationen der Verdunkelung, also dieser Verbrechen, also dem Verstecken dieser Leichen, sich beteiligt haben. Ein großer Teil hat sogar Karriere gemacht innerhalb dieser Polizeistrukturen. Das ist diese Mauer gewissermaßen, die es sich gestattet oder der Gesellschaft nicht die Möglichkeit gibt, eine richtige Vergangenheitsbewältigung durchzuführen. Diese Personen schützen sich selbst natürlich zum Großteil und ein Großteil deren, die wir sehen, aber auch die wir nicht sehen können. Und ein Schlüsselelement, was uns daran hindern, dass wir die Tatsachen des Haager Kriegsverbrechertribunals anerkennen und annehmen, die Tatsachen annehmen und zugeben, was in unserem Namen getan worden ist, ist, dass wir, wenn wir diesen Weg einschlagen, akzeptieren müssen, dass diese Verbrechen, und das sind riesige Verbrechen, mehr als 130.000 Personen in der ganzen Region sind ja getötet worden, dass wir dann akzeptieren müssten, dass diese Verbrechen aus einem bestimmten Grund durchgeführt worden sind, aufgrund einer bestimmten Idee. Und diese Idee, um jetzt nicht zu lange hier zu sprechen, das war die territoriale Ausdehnung der jeweiligen Staaten auf dem Balkan, in erster Linie Serbiens und Kroatiens. Und das heißt, wenn wir uns ehrlich befassen wollen mit dieser Vergangenheit, müssen wir das anerkennen. Wir müssen anerkennen, dass es darum ging, dass diese Länder, ich rede in erster Linie über Serbien, dass Großserbien entstehen soll, dass Großserbien sein Territorium erweitern soll, dass eine ethnische Säuberung dort auf diesem Territorium stattfinden soll. Und wenn wir das aber akzeptieren würden, der Natur nach, müssen wir uns natürlich davon lossagen. Und das ist das Schwierigste heutzutage, dass wir uns noch nicht losgesagt haben von diesen Konzepten. Sie haben immer noch eine Unterstützung von Ratko Mladic bei uns. Sie haben eine ganze Reihe von Beispielen dessen. Wir haben eine Situation, dass die Ministerin Justizministerin in Serbien schickt Ratko Mladic Geschenke ins Gefängnis zum Beispiel. Oder sie haben den Fall, dass all diese Leute, die entweder schon verurteilt worden sind oder noch nicht verurteilt worden sind, aber in diesen Strukturen gearbeitet haben, dass sie glorifiziert werden, dass sie als moralische Autoritäten angesehen werden in der Gesellschaft. Eine Veselin Šivančević
der für Mord an Kroatien Ovčarić verurteilt worden ist, spricht auf solchen Podien der Regierungspartei in Serbien von Aleksandar Vučić. Und Leute, die versucht haben, dagegen zu protestieren, sind verprügelt worden. Und diese jungen Aktivisten, die werden vor Gericht gezerrt, und da, weil sie angeblich die öffentliche Ordnung oder was auch immer die Anklage, wie sie gelautet hat, in Gefahr gebracht haben. Das ist die Situation, in der wir jetzt leben. Und damit würde ich den ersten Teil abschließen meiner Äußerung. Und wir müssen uns überlegen, was wäre passiert, wenn der ICTU diese Person nicht sozusagen konfisziert hätte, vor Gericht gestellt hätte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Radovan Karadžić heute immer noch ein wichtiger politischer Führer wäre in Serbien, vielleicht sogar der Präsident wäre. Jadranko Prlić auch in Kroatien ein wichtiger Führer wäre, der bosnischen Kroaten beispielsweise. Denn wir sehen das vor unseren Augen. Wir sehen, wie diese Kriegsverbrecher heutzutage gesehen werden. Die Tochter von Radovan Karadžić ist jetzt Parlamentarierin in Bosnien. Herzegowina, sie ist zuständig für Menschenrechte übrigens, ja. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Vojislav Šešelj beispielsweise, der stand ja auch vor Gericht in Den Haag. Er ist ja auch freigelassen worden auf sehr merkwürdige Weise. Wir können darauf vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Er ist einer der wichtigsten Führer einer wichtigsten nationalistischen Strömungen in Serbien. Er ist Mitglied des Parlaments. Er ist auch Mitglied des Sicherheitsausschusses unseres Parlaments. Wir haben so viele solcher Beispiele. Also wir könnten da die ganze Nacht weitersprechen darüber. Ich glaube, das war jetzt noch mal sehr eindrucksvoll, was beide Vorredner auch noch mal gesagt haben. Also diese unglaubliche Kontinuität von Karrieren in der Region, mit der wir es da zu tun haben. Vielleicht, Erich, noch mal jetzt an dich die Frage. Wir haben einerseits eben diese juristischen Bewertungen. Wir haben von Herrn Professor Schomburg gehört, dass das historische Leistungen waren, Fortentwicklung von supranationalem Recht. Und wir haben eben in dieser Region diese Situation, Kontinuitäten von Karrieren, Verherrlichung, Glorifizierung von Kriegsverbrechern. Was steckt dahinter? Wie bewertest du das? Welche Agenten stecken dahinter? Und was letztendlich fehlt eigentlich, um also diesem Erbe des ICTY in der Region Gewicht verleihen zu können? Ja, danke. Sehr viele Fragen auf einmal, aber lass mich ein bisschen ausholen, noch erstmal auf die Frau hat vorher gesagt, möchte ich ganz gerne eingehen. ICTY ist auch gegründet worden, weil es Leute gab, die das betrieben haben, die Menschenrechte gekämpft haben. Und ich möchte daran erinnern, dass Elie Wiesel aufgestanden ist in Clinton und gesagt hat, da müsste was getan werden. Die jüdischen Gemeinde in New York haben die Holocaust-Opfer sind Sturm gelaufen und die ersten Opfer aus Prijedor haben dazu geführt, dass die norwegische Regierung sich davor dahinter geklemmt hat. Also verschiedene Seiten haben dann überhaupt erst dazu geführt. Und dann wurde das Ganze, wenn man das anguckt, was am Anfang war, das war minimalst. Das war ja nichts. Das waren ja Leute, die da gekämpft haben, um überhaupt ein Büro zu haben, das dann teilweise noch ungeheizt war. Bis dann überhaupt das überhaupt gegriffen hat, Den Haag, dass ich überhaupt etwas, wo man Notizen davon nehmen konnte, das war dann eigentlich erst nach dem Krieg in Bosnien. Also die Leute, die angefangen haben, Den Haag zu arbeiten, die wollten auch etwas verhindern. Die wollten ja politisch eingreifen mit dem Gericht. Das ist natürlich nicht gelungen. Das war eine Chimäre. Denn die internationalen Mächte haben sich gar nicht drum geschert. Wenn man noch weiß, dass 95, 96 Karadžić durch amerikanische Checkpoints gefahren ist, dann ist natürlich klar, dass dann niemand den festnehmen wollte, obwohl da schon die Anklageschrift vorbereitet war.
Also das sind eben so Sachen, wie es bis dann überhaupt, also das in die internationale Öffentlichkeit kam und dann auch die Regierungen danach gehandelt haben. Das ist ja auch eine großartige Arbeit der Chefanklägerin Abur und dann auch Carla Del Ponte zu verdanken, dass da politisch auch Druck dahinter kam. Und da kamen ja auch dann rein, dass dann Leute in Investigationen angestellt haben, dass dann Beweise gesammelt wurden von dem Den Haag-Gericht. Ich denke, es ist eine großartige Leistung, da stimme ich zu, dass das Den Haager Gericht da entstanden ist. Es hat viel gekostet, aber es hat auch viel, hing davon ab, von dem Engagement von Individuen und nicht nur von Staaten und so weiter. Und das ist wichtig festzuhalten, weil das kann man nicht außer Acht lassen. Also deswegen finde ich, Mario, ein bisschen auch eine Frage, wie ist es aus serbischer Sicht, wie stellt sich da? Es gibt keine serbische Sicht, es gibt keine kroatische Sicht, es gibt keine deutsche Sicht. Es gibt nur eine menschliche Sicht, es gibt eine menschenrechtliche Sicht. Die diskutieren auf die Dinge wir ja jetzt. Ja. Und nicht eine nationale Sichtweise auf das. Okay, Wenn man diese nationale Sichtweise schon behauptet in der Fragestellung, da ist schon was viel schief. Das haut dann nicht schon nicht mehr hin. Weil ich möchte eben nicht, dass die weitermachen können mit ihren Lügen, Selbstlügen, Perpetuierung dessen, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Ja, Erich, wir sind weit davon entfernt, aber wir wollen auch die unterschiedlichen nationalen Blickwinkel hier mit reinbringen, weil die natürlich im Krieg auch eine Rolle gespielt haben. Jetzt aber nochmal zurück zu meiner Frage. Ja, die nationalen Blickwinkel waren der Krieg. Ja, genau. Und die waren das Verbrechen. Genau, und meine Frage war aber eine ganz andere. Meine Frage war tatsächlich die, wie kann man diesen Erkenntnissen, und du hast ja gesagt, es hat auch Engagement, persönliches Engagement dazu beigetragen, aber auch natürlich juristische Perspektive, wie kann man dem in sehr hoch aufgeladenen Kontexten Gewicht verleihen? Wie bewertest du vor diesem Hintergrund die Agenden, die politischen Agenden, die gerade vorherrschen, die sich radikalisieren? Und wie kann man tatsächlich den Erkenntnissen, den Ergebnissen, den Leistungen, die wir vorhin ja skizziert bekommen haben, wie kann man dem Gewicht verleihen in der Region? Also erstmal muss man natürlich feststellen, was du auch schon festgestellt hast, dass das Glauben an dem, was das Den Haag geleistet hat und was da an Wahrheiten produziert worden ist, nicht unbedingt übernommen werden, auch bitte von der Bevölkerung, nicht nur von den Politikern. Sondern es ist auch die Bevölkerung. Niemand will das glauben. Wer will schon glauben, dass meine Leute große Verbrechen gemacht haben? Gerade die Jungen sind es, die nicht glauben wollen. Ich war kürzlich oder akzeptieren wollen die Informationen. Also das fällt, es ist nicht nur die Frage der Politik, sondern auch die Frage der gesamten Gesellschaft. Weil die Menschen wollen das einfach nicht glauben, weil das würde bedeuten, dass sie dann in eine Diskussion reinkommen, die tatsächlich auch etwas von ihnen abverlangt. Und die Selbstgewissheit ist eher mit den Fake News. Es werden ja dauernd, um die Ergebnisse von Den Haag zu konterkarieren, unglaubliche Theorien in die Welt gesetzt und Fake News verbreitet über das, was geschehen ist. Das ist bis hin, also das ist ja auch irre, wenn man sich mal vorstellt, also 92 Prijedor und dieses ganze, es ist nicht nur Westbosnien, es ist ganz Bosnien eigentlich, das war eigentlich der Genozid. Das wird auch dann runtergespielt durch die Internationalen, weil die wollen ja nicht über 92 so viel reden, weil sie da nicht eingegriffen haben. Und 95 bringt man dann eigentlich so mit der Betriebsunfall sozusagen noch dann Srebrenica hinten dran. Aber das große Verbrechen war 92. Und das wird ja dann nicht weiter thematisiert. Aber in den Öffentlichkeiten, jetzt Republika Srpska oder Serbien, aber auch dann 93er Krieg in Kroatien und der Westherzegowina Kroaten, werden Theorien aufgestellt, über dass wir uns nur verteidigt haben. Und es wird geglaubt.
Ich habe kürzlich interviewt den Oppositionsführer der Westherzegowiner Kroaten. Das ist ein junger Mann eigentlich. Und der sagte mir, als ich ihm sagte, na, aber HWO, also die kroatischen Streitkräfte, die haben Ost-Mostar zerstört. Da sagte er, HWO hat doch nicht zerstört, die HWO hat die Kroaten verteidigt. Dessen Mann, der ist 37 Jahre alt und Oppositionsführer. Also wie weit geht das jetzt? Ich kann Ihnen sagen, das ist schön, dass es eure Organisation gibt. Aber eure Organisationen werden in der Bevölkerung bei den normalen Leuten angesehen als etwas, was vom Ausland initiiert wird, was das Ausland bezahlt. Und die können uns erzählen, was sie wollen. Das stimmt nicht. Das stimmt nur, was unsere Chefs uns erzählen und was wir glauben möchten. Mhm. Danke, Erich, soweit. Dankeschön. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal einen weiteren Diskutanten mit hier in die Runde einbinden, Eugen Jakovcic aus Zagreb. Er arbeitet für die Documenta dort. Und wir wollen mit Sicherheit keine Nationalisierung der Debatte, Erich, aber wir wollen eben bestimmte Perspektiven mit einbinden, in dem Fall auch die Sicht aus Kroatien. Ganz wichtig, viele, die eben hier heute Abend im Saal sind, werden es vernommen haben, als die Generäle, die kroatischen Generäle, Militärs Ende letzten Jahres eben in zweiter Instanz schuldig gesprochen wurden, gab es einen Vorfall. Und ich würde ganz gerne Eugen einfach auch noch mal fragen wollen. Herr Praljak hat sich dann ja das Leben genommen im Gerichtssaal, hochspektakulär mit Gift, ist dann anschließend gestorben im Krankenhaus. Aber das heißt, es gab eine Debatte darum und es gab vor allen Dingen eine interessante Entwicklung. Es gab Gedenkminuten in Kirchen, in Zagreb als auch in Mostar. Es gab eine Gedenkminute im Parlament in Zagreb. Und ich würde ganz gerne von Eugen ganz gerne wissen, also wie bewertest du das, diese totale Umkehr, und Erich hat es ja auch noch mal beschrieben, von Fakten, diese Leugnung. Wie kann man letztendlich das umkehren? Ihr arbeitet alle zu diesen Themen und die Perzeption von Erich, die er gerade geschildert hat, ist mit Sicherheit richtig, dass gerade eben auch in den Bevölkerungen diese Perzeption eine ganz andere ist. Nichtsdestotrotz müssen wir ja versuchen, diesen historischen Fakten Rechnung zu tragen. Und wie kommt man dahin, dass das passiert, was wir ja wollen? Transitional Justice ist eben genau das. Es gibt Urteile und es wird dann in irgendeiner Form in der Region umgesetzt. Vielen Dank. Ein Gruß an alle. Ich entschuldige mich, dass ich manchen von Ihnen den Rücken zukehre. Ich möchte euch alle noch einmal begrüßen und möchte sagen, dass Kroatien gehört ja zur Europäischen Union und versucht, sich da herauszuziehen aus der Region, versucht, sich zu europäisieren. Und das ist dann nochmal ein etwas schwieriger Kontext, wenn wir über die Vergangenheitsbewältigung sprechen. Und wir haben ja gerade gehört, das letzte Urteil des Haager Tribunals, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, dieses Urteil, welches sich fokussierte auf die Verbrechen, die paramilitärischen Einheiten des kroatischen Verteidigungsrates verübt haben während des kroatisch-bosniakischen Krieges. Dieses Urteil hat gezeigt eigentlich, dass Kroatien, obwohl es Mitglied der Europäischen Union ist, obwohl ihr Premier sehr beliebt ist in Brüssel, der Herr Plenković ist das im Moment, sehr beliebt ist in Berlin und Brüssel, trotz dass Herr Plenković auf eine gewisse Art und Weise versucht, das alles zu bestreiten. Er debattiert so, dass das alles doch nicht so war, wie es in den Urteilen steht. Und es gibt direkten Druck aus Brüssel natürlich deswegen. Und erst dann hat man die Rhetorik des kroatischen Premiers etwas angepasst. Und auch die kroatische Regierung hat ihre Rhetorik angepasst. Ich komme selbst aus einer Organisation, die im Moment die aktuelle kroatische Präsidentin angegriffen hat,
oder angegriffen wurden, weil wir von den kroatischen, weil wir die Kroaten nicht verteidigen, die ja Opfer waren in Ostslawonien und so weiter. Und dass wir eben das etwas anders darstellen manchmal. Das heißt, wir werden angegriffen als ein Störfaktor. Wir sind Störenfriede. Und wir sind ein Beispiel dafür, wie man nicht mit der Vergangenheit umgehen soll. Das heißt, in diesem Sinne sind wir eigentlich bei einer richtigen konservativen Revolution, die schon seit einigen Jahren in Kroatien abläuft. Das ist ähnlich in Polen oder in Ungarn. Dort sind einfach Leute, werden da angegriffen, die nicht rechts- oder nationalistisch sind. Und in so einer Situation ist es einfach unmöglich, offen über Themen zu sprechen, wie zum Beispiel über die Debatte darüber, über die Istanbuler Konvention. Ich kann jetzt nicht alles hier erzählen, was die katholische Kirche und ihre verschiedenen Unterstützer für eine Kampagne führen. Wir werden bald die Situation haben, es wird so scharf nationalistisch diskutiert, das können Sie, das kann man eigentlich gar nicht mehr, keinem mehr erzählen. Kriegsverbrecher sind hier einfach nur ein Thema, das das war einfach ein ja, das dient den Nationalisten auch eine Art Schmieröl. Das hält die zusammen. Und möchte ich einfach sagen, die Kroatien ist hier, hat ja keinen Fortschritt erzielt. Kroatien ist einfach, seitdem es zur EU gehört, ist es hinsichtlich der Kriegsverbrechen einfach, hat sich zurückentwickelt in die 90er, in die finstersten 90er Jahre. Und natürlich gab es eine Aggression von Serbien und Montenegro auf Kroatien. Das ist richtig, ja. Aber hier ist es doch sehr absurd zu sehen, wie dieses Land, dessen Angehörige auch Opfer wurden, die aber auch selber Probleme verursacht haben und Verbrechen begangen haben, dass sie Probleme mit den Urteilen hat des Haager Gerichtshofs. Und ich kann nur sagen, wir haben uns jetzt einer anderen Bombe sozusagen, einem anderen Kampf zugewandt, den Folgen und den Tatsachen und den Lehren des Haager Tribunals. Wir versuchen hier auch die Fehler des Haager Tribunals auszugleichen. Das heißt, ein Tribunal muss verstehen, dass alle Urteile und Tatsachen, die dargelegt wurden, die müssen den Gesellschaften in der Region präsentiert werden. Das heißt, das hat das Tribunal leider nicht gemacht. Es gibt keinen Mechanismus, das diese Urteile platziert. Es hat sich nur darauf verlassen, eine gewisse Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen der Zivilgesellschaft, egal wer das war. Das waren einige Organisationen, die auf ihren Rücken das alles jetzt austragen müssen. Das heißt, ich möchte sagen, es ist ein großes Problem in diesem Moment, der Kampf um die Tatsachen. Wir müssen versuchen, dass es nicht zu einem Rollback kommt. Das heißt, meine Organisation versucht, mit den Tatsachen des Haager Tribunals einfach auch vorzugehen gegen Verbrecher, die noch herumlaufen, egal ob das nun Kroaten oder Serben sind. Ich würde, Kratko. Ja, moram pojasniti nešto javla. Halt, ich muss was, nein. Schomburg dran, weil sich der letzte Punkt wirklich an das ICTY direkt gerichtet hat. Und dann werden wir hier das Ganze nochmal weiter. Ich möchte was sagen auf das, was Eugen gesagt hat. Wir wollen jetzt gleich kurz eine kurze Replik von Herrn Schomburg hören auf das, was Eugen gesagt hat, weil aus seiner Sicht eben bestimmte Mechanismen seitens des Tribunals nicht gesetzt wurden, um das sozusagen umzusetzen. Herr Professor Schomburg, ganz kurz, was haben Sie dazu zu sagen? Ganz kurz nur. Es ist darauf hinzuweisen, dass jede Verhandlung von Anfang bis Ende im Fernsehen übertragen wurde, im Livestream. Sie wurden auch vor Ort zum Teil verfolgt. In einigen Bereichen ja, in anderen Bereichen weniger. Die Möglichkeit bestand und ich freue mich, wenn die Organisationen heute von diesen etwa Zeugenaussagen und so weiter Gebrauch machen. Sie können alle
noch auf den Seiten vom ICTY heute jede Verhandlung der Vergangenheit nachempfinden und nachhören. Mhm. Mit all den Fehlern, die wir damals gemacht haben, mit Englisch und mit falschen Fragen und dergleichen und so weiter. Es ist wirklich direkt übertragen worden. Alles die Urteile, das Zweite, die Urteile. Also ich kann das jetzt nur von Priodor beurteilen. Mhm. Ich war hinterher oft bei Opferorganisationen eingeladen. Ich war oft, war erstaunt, wie viele Leute dort die BCS-Übersetzung gelesen hatten und mir vorgehalten, das ist ja im Wesentlichen alles richtig und das ist schön, dass die alle Opfer aufgezählt haben, aber an der und der Stelle, das stimmt nicht so ganz. Also ich habe das jedenfalls anders erlebt. Also die Möglichkeit bestand, inwieweit davon Gebrauch gemacht wurde und und das auch erlaubt wurde, dass davon gebraucht wird, ist eine ganz andere Geschichte. Ich komme gerne noch auf die anderen Fragen zurück, aber machen wir gleich nochmal. Ja, danke schön. Jetzt Jenana. Ja, zu kratko. Izvoli, Jenana. Ja, wegen der Erklärung. Ja, mein lieber Freund Eugen, der in Kroatien das bearbeitet. Da möchte ich nur dazu sagen, Eugen hat ja gesagt, ein bisschen was ungenau gesagt, die aber wichtig sind, wenn es um den Fall Pilic geht. Das heißt, Jadranko Pilic war nicht beim HWO zuständig, also war nicht verantwortlich, sondern das war, es ging um den Krieg in Bosnien und Herzegowina. Das heißt, ich möchte jetzt nicht alle Theorien des internationalen des Völkerrechts erklären, aber Kroatien wurde viermal verurteilt, weil es als Aggressor war in Bosnien und Herzegowina. Es gab also eine lokale Armee, die der geholfen wurde von den kroatischen Armeen des kroatischen Staates. Das, was wenig bekannt ist, ist, dass sie verurteilt wurden für die Vertreibung der kroatischen Bevölkerung. Das heißt, Herr Plenković und Frau Grabar-Kitarović wollen nicht die Kroaten in Bosnien verteidigen. Sie wollen einfach nur sagen, dass Kroatien überhaupt keine Verbindung hatte mit dem Krieg in Bosnien. Das wollen die negieren. Die wollen negieren, dass sie sich da eingemischt haben. Darum geht's. Das heißt, wird da wieder eine neue Krise wieder verursachen, natürlich, als EU-Land, nicht wahr? Das müsste in Brüssel dann wieder seinen Widerhall finden. Und in diesem Moment wird das einfach negiert. Das ist wie als ob man Nürnberg sozusagen negieren würde. So macht es Kroatien auch mit den Haager Urteilen. Doch nochmal aber fragen wollen, ihr arbeitet zu diesen Themen. Das heißt, du hast im Vorgespräch nochmal gesagt, dass das, was das ICTY geleistet hat, eine Art Schatz, Treasure, ja, ist. Aber wie kann man diesen Schatz, den Herr Professor Schomburg ja auch skizziert hat und nochmal analysiert hat für uns, wie können wir den in der Region sozusagen nutzbar machen? Ja, ich möchte mich da anschließen zu dem, was gesagt wurde, schon von meinen Vorrednern. Wir haben nie eine derartige Situation in unserer Geschichte gehabt. Niemals war mal ein Teil der traumatischen Kriegserlebnisse oder Kriegsereignisse waren so sehr wurden so sehr bearbeitet und aufgedeckt durch eine gerichtliche Prozessordnung. Bis zum heutigen Tage haben wir praktisch in großem Maße einen beleuchteten Teil unserer Geschichte. Das ist also hell, ist nicht im Dunkel. Das heißt, wir müssen das einfach nur anerkennen, diese Tatsachen. Das ist es. Das Haager Tribunal hat sehr viel getan, aber, um ehrlich zu sein, seine Schlussfolgerung, das ist alles, die Offenheit des Haager Tribunals von ICTY, das ist, kann man nicht vergleichen mit den Einheimischen, mit den nationalen Gerichten in Serbien, Kroatien, Bosnien. In Serbien gab es da ganz wenig Medienübertragung, wenige Kameras oder gar keine Kameras. Das heißt, es war sehr offen. Das Haager Tribunal hatte hier eine gewisse Transparenz, eine große Transparenz. Wir können bis zu heute alles sehen, alle Videomaterial, Transkripte können man lesen, aber das kam nicht bis in die Region zurück. Ob man das hätte besser machen können, vielleicht. Aber ich denke, jede Medienschlacht
mit den regionalen Medien, die bis heute, wo die gleichen Leute Direktoren sind in den Medienhäusern, bei den Zeitungen, in Wochenzeitungen, im Fernsehen und so weiter, dass die ganzen Kriegstreiber aus Milosevic Zeit, nicht alle natürlich, aber ein Teil von ihnen sind noch anwesend. Diese Medienschlacht war schon von Anfang an natürlich verloren. Das ist klar, wenn die noch in ihren Positionen sind. Es geht also darum, kam es jetzt zu einem neuen Auseinandersetzung, neuen Streit, zur Aussöhnung oder nicht. Diese Leute versuchen alles, was entdeckt wurde von den Tatsachen, dass das nicht an das Licht der Öffentlichkeit kommt. Sie versuchen uns davon zu überzeugen, dass da Leute verurteilt wurden, nur weil sie halt Serben sind, weil sie Vertreter des serbischen Volkes in Bosnien sind oder weil es Kroaten sind oder weil sie Miloševićs Mitarbeiter waren. Das ist einfach nicht wahr. Das, was, wenn Sie die Urteile sich durchlesen, wenn Sie das etwas vertiefen, diese Fälle, werden Sie sehen, dass Sie verurteilt wurden aufgrund von Beweisen, die, das sage ich noch einmal, dass ohne politischen Willen ist es absolut unmöglich, dass diese Tatsachen bis zur Öffentlichkeit gelangen. Und dieser politische Willen existiert nicht. Ganz im Gegenteil, es geht jetzt in eine andere Richtung. Wir haben ja gehört, Erich, dass selbst auch in einem EU-Land sozusagen die Atmosphäre vergiftet ist, wenn es um die Kriegsverbrechen geht, um die eigene Rolle im, zum Beispiel auch im Bosnienkrieg. Was fehlt aus deiner Sicht seitens der Internationalen, seitens der EU, seitens anderer Organisationen, um wirklich diese Findungen, die das ICTY hervorgebracht hat, um die Dokumentationen, um dem einfach Raum zu geben? Also wir stehen jetzt in einer Zeit einer gigantischen Geschichtsrevisionismus. Tito-Zeit, die Partisanenzeit wird vollkommen geleugnet. Das heißt, also die zivilisatorischen Momente, die da drin gelegen sind, es wird alles, die Nationalgeschichten werden neu geschrieben. Es werden Sachen bis ins kleinste Detail werden Lügen verbreitet. Stellen Sie sich vor, der Partisanenchef von Prijedor 1942, Stojanovic, ein berühmter Partisan, der wurde von Četnici, also von serbischen Nationalisten, erschossen, ermordet. Jetzt ist der Revisionismus soweit, dass man sagt von der serbischen Seite aus, Stojanovic wurde von Partisanen in Četnik-Uniform erschossen. Das heißt, die Partisanen haben ihn erschossen. Das heißt, bis ins kleinste Detail geht dieser Geschichtsrevisionismus. Und das ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und wie da viele Intellektuelle mitarbeiten, wie da ganze Kolonnen von Historikern und sozusagen halbintellektuellen Universitätsabschlüssler dran sitzen und Geschichte verfälschen. Das ist einfach jetzt eine Tatsache und das ist etwas, was Angst macht in Bezug auf eine künftige Weiterentwicklung oder Nicht-Weiterentwicklung, das heißt Konfrontation, weil das schafft es möglich, das ist es möglich. Die internationale Seite ist damit keineswegs schuldlos, denn die internationale Seite, auch Den Haag, hat es vermieden, Ross und Reiter zu nennen. Das heißt also, es ist kein einziger Serbe aus Serbien wegen dem Krieg in Bosnien und Herzegowina verurteilt worden. Kein einziger. Sind alles bosnische Serben, die verurteilt worden sind. Und die Militärs wurden zu Besuch dazu freigesprochen. Da wird bestimmt Herr Schaumburg. Kommen wir noch drauf. Die kroatische Seite ebenso.
Es gibt keinen kroatischen General oder Verantwortlichen, der verantwortlich gemacht wird für den Krieg in Bosnien und Herzegowina. Obwohl die natürlich da zusammenstecken. Ich meine, ich habe das alles mitgekriegt. Also kann mir noch jemand zehnmal erzählen. Also ich war da mit diesem Boban und mit diesem Pirlitsch und so weiter, mit der sogar zusammengesessen, Kaffee getrunken. Die haben mir noch alles erzählt, wann die wieder neue Lieferungen kriegen aus Kroatien. Das weiß ich, meine, vollkommen irrsinnig, das zu leugnen, was die aber machen. Und und versuchen tatsächlich sowas, wer dem nicht folgt, also wer jetzt Den Haag folgt, sagen wir mal so als Titel, ja, also diese Richtung der Wahrheitsfindung, der wird als Vaterlandsverräter, kann durchaus als Vaterlandsverräter hingestellt werden. Mhm. Schaumburg, es gibt natürlich Diskussionen, in denen viele Leute informiert sind und mitmachen, aber das ist eine Schicht, das ist eine bestimmte kleine Schicht, die sich dann zugegen sind, wenn sie kommen und diskutieren. Aber der größte Teil der Bevölkerung, der ist da weit entfernt, vor allem was also Kroatien und Serbien betrifft. In der bosniakischen Gebiet in Bosnien ist da die Stimmung noch sehr viel differenzierter und sehr viel, also da ist es, das kann man nicht vergleichen. Das ist differenzierter, tiefer und auch lebendiger. Ja. Also das. Dankeschön. Ich würde ganz gerne einen Aspekt aufgreifen, den Erich gerade angesprochen hat. Wir können sicherlich nicht, das würde den Rahmen sprengen heute Abend, ganze Fälle diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, Erich hat es gerade angesprochen, einige Fälle haben ja wirklich weltweit für Aufschrei, nicht nur für Aufsehen, sondern für Aufschrei gesorgt. Und Herr Professor Schomburg, vielleicht können wir dann doch noch mal auf den Fall Šešelj eingehen. Sie haben es anfangs auch genannt, dass ja jetzt im April dann das Revisionsverfahren ansteht und entschieden wird. Ich habe ein Zitat gefunden von Serge Brammertz, zuletzt leitender Staatsanwalt, der sagte, also dieser Freispruch von Herrn Šešelj, radikalen Führer aus Serbien, es sei eine kumulative Natur der Irrtümer. Es gab auch andere kritische Stimmen, die gesagt hätten oder die gesagt haben, dass dieser Freispruch von der Argumentation her so schräg war, dass eigentlich das ganze Konstrukt des ICTY mit sämtlichen bis dahin stattgefundenen Verurteilungen eigentlich komplett in Frage gestellt wurde. Das heißt, das ist ja doch ein interessanter Ansatz. Und ich würde einfach ganz gerne vielleicht von Ihnen auch noch mal wissen, wie bewerten Sie diesen Freispruch und wie kann sowas eigentlich sein? Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein. Ich war derjenige, der damals auch zusätzlich Ermittlungsrichter Herrn Šešelj in Den Haag empfangen hat. Ich darf darauf hinweisen, dass es Herr Šešelj selber gewesen ist, der darauf bestanden hat, dass er unbedingt nach Den Haag kommen wollte und dass er angeklagt wird. Er ist permanent auf Carla de Ponte eingestürmt und hat gesagt, ich möchte endlich angeklagt werden, ich möchte nach Den Haag. Als er nach Den Haag kam, sagte er dann, ich betrachte als meine erste Aufgabe, hier dieses Tribunal zu zerstören. Und das wird mir gelingen. Ich will jetzt zu diesem Fragen gelingen nichts sagen. Sie können sich denken, was ich vielleicht dazu denke. Aber ich gebe Ihnen einem recht. Dieser Prozess gegen Šešelj, das war eine einzige Farce, eine einzige wirkliche juristische Tragödie. Ich möchte mich nicht distanzieren von einer österreichischen Zeitung, die gesagt hat, mit der Begründung, mit dem er freigesprochen wird, nämlich, dass das Ganze sich um politisches Handeln handelt, also nur Politik ist und nicht an rechtlichen Maßstäben gemessen werden kann, mit diesen Maßstäben hätte man durchaus auch Hitler freisprechen können. Ich denke, da ist leider etwas dran. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung dazu auch schon Farbe bekannt und habe gesagt, es handelt sich um ein Nichturteil, ganz einfach dessen, weil man einen Richter für befangen erklärt hat, später einen Richter hinzugefügt hat, der nicht eine einzige Sekunde der Hauptverhandlung miterlebt hat,
der die Transkripts gelesen hat und dennoch gesagt hat, aber ich hatte nicht genügend Zeit, das alles zu lesen. Dann hat er aber mit dem Vorsitzenden gestimmt und die Mehrheit von 2-1 war erreicht. Und ja, wir haben eine hervorragende Dissenting Opinion der italienischen Richterin Flavia Tanzi dazu. Da ist eigentlich alles nachzulesen. Ich kann Ihnen das empfehlen, um das kurz zu machen. Auf der ICTY-Seite kann man das sehr gut nachlesen. Also kurz, rein technisch gesehen war schon kein Urteil. Und die Begründung ist eine einzige Katastrophe. Ich möchte nur einen Augenblick noch darauf verweilen, was gesagt wurde, zu Recht gesagt wurde. Es wurde auf bosnische Serben, aber nicht Serben im eigentlichen Sinne. Das ist richtig, aber Sie müssen wissen, als Richter, wie gesagt, hatten wir eine verdammt passive Stelle. Und wir waren abhängig davon, was uns die Staatsanwaltschaft erzählt hat, was sie uns als Anklage vorgelegt hat. Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, wie in anderen Ländern, selbst die Initiative ergreifen und die Anklagebehörde aufzufordern, aufgrund von bestimmten Erkenntnissen, die wir haben, doch was fortzuführen. Mhm. Also, aber ich teile völlig die Einschätzung, dass die ganze Geschichte, und deshalb erschien mir das viel, viel zu früh und viel zu viel mit Eigenlob belastet, dass schon diese Heritage-Geschichte des ICTY schon vor vielen Jahren begonnen hat, das wird in der Tat jetzt in diesem Jahr entschieden. Mhm. Vor dem Mechanismus für internationale Tribunale, Vorsitzender ein amerikanischer Richter. Dankeschön. Dankeschön für die Klarstellung. Ich würde ganz gerne das Ganze noch vertiefen, weil es klang so ein bisschen durch, auch bei dir. Also Serbien ist bislang nicht belangt worden. Ist Kroatien, mit den letzten Urteilen, immerhin spielte da irgendwie dieses Joint Criminal Enterprise eine Rolle bei den Urteilen im November. Also Kroatien ist eher befasst als Serbien in der Tat. Ich würde es ganz gerne vertiefen und nochmal auf den Fall, Sie haben es ja auch angesprochen, Herr Professor Schomburg, von Herrn Richter Haarhoff eingehen, der damals einen Brief geschrieben hat, der gar nicht für die Veröffentlichung gedacht war, wo er eingehend auf die Freisprüche in den Fällen Gotovina und Perisic von Einflussnahmen von außen gesprochen hat und ganz klare Worte gefunden hat, wer Einfluss genommen hat, wörtlich Militärestablishments aus den USA und Israel. Ist es tatsächlich so, dass Einzelinteressen tatsächlich über dem Ziel, Recht walten zu lassen, gestanden haben? Und da muss ich jetzt leider Sie fragen, weil Sie waren der Einzige, der dabei war und in Den Haag gearbeitet hat. Wie schwierig war es denn, wenn wir dem Herrn Richter Haarhoff glauben, der daraufhin seinen Job verloren hat und aus dem Amt entfernt wurde, wie schwierig war es denn, im Tribunal sich diesen Einflüssen von außen, Militärestablishments, vielleicht auch noch andere Interessen, die eine Rolle spielten, aber zu widersetzen? Mikrofon gehört mir nicht. Ich will also nicht in Details gehen eines noch laufenden Verfahrens, wo ich immer noch die Resthoffnung habe, dass es vielleicht auch noch zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Aber das ist wirklich Rest. Nein, die allgemeine Frage ist einfach die Frage der Richter. Sie müssen sehen, die Richter sind zum großen Teil aus der Diplomatie gekommen. Sie sind zum großen Teil aus dem akademischen Bereich gekommen. Sie haben jedenfalls in den ersten Jahren sind Richter dort gewesen, die vorher einen Gerichtssaal höchstens betreten haben, um eine Geldbuße sich einzufangen, aber sonst nichts. Muss man mit der Deutlichkeit sagen, hat leider auch einen Einfluss gehabt auf die Urteile. Aber wenn man die richterliche Unabhängigkeit erlernt hat, und ich habe sie hier in Berlin erlernt, da kann man ganz gut lernen, wie man mit politischem Druck auf bestimmte Bereiche umgeht. Es ist also im internationalen Bereich nichts anderes, das ist vielleicht ein bisschen schlimmer, wird ein bisschen deutlicher, als im eigentlichen Bereich. Man muss diesem Druck widerstehen und dann
kann man das auch, man muss es vielleicht ein bisschen glücklicher machen, dass es nicht dann dazu führt, dass man wegen Befangenheit abgelehnt hat. Aber auch der Beschluss war, wie übrigens der chinesische Richter hervorragend begründet hat, war völlig falsch. Okay. Ich würde das Ganze auch noch mal mit dir gerne diskutieren. Erich, also wir gehen davon aus, es gab Einflussnahmen, wenn man damals in der Region war. Ich damals für den Spiegel, gab es immer auch diese Frage, warum wurden keine Festnahmen realisiert lange Zeit? In Pale gab es einen Zugriff, der geplant war, der dann nachher nicht realisiert werden konnte, weil angeblich die Informationen seitens einer Nation durchgestochen worden waren, was auch im Nachhinein von Geheimdiensten bestätigt wurde. Welche Logik hat das Ganze, im Grunde genommen ein Tribunal einzurichten, was ja dann auch im UNO-Sicherheitsrat erfolgte, um dann nachher nicht alles zu tun, um die Leute zu verhaften? Stimmt dann dieser Ausspruch von Madeleine Albright doch, dass am Anfang gar niemand geglaubt hat, dass dieses ICTY eigentlich überhaupt funktionieren könnte? Also man setzt ein Tribunal ein, kann der Welt sagen, okay, wir haben es versucht, aber eigentlich wollte man gar nicht, dass es so gut funktioniert, wie Herr Professor Schomburg das ja beschrieben hat. Also ich kann ja nicht in die Gedankengänge dieser Mächtigen mich da so einschalten, aber auffällig ist schon, es sind schon ein paar Sachen. Also das habe ich vorher nicht gesagt, das wird 92, war ja auch die Diskussion um die militärische Intervention. Um jetzt so ein Gericht, also man kann auch dieses Gericht sehen als eine Entlastung, um die militärische Intervention zu umgehen. Also dann kann man sagen, ja, wir haben auf jeden Fall ein Gericht gemacht, ja, also da werden die Kriegsverbrecher festgenommen. Dann, dass die zögernde Haltung, man muss einfach vorstellen, dass während dieses Krieges auf dem Balkan tatsächlich europäische Mächte in ihren Sympathien zu den einzelnen Akteuren unterschiedlicher Meinung waren. Also es gibt ganz klare Positionen des damaligen Außenministers Hurt in Großbritannien und auch damals während der Mitterrand-Zeit in Frankreich, die waren eben pro-serbisch. Das ist halt einfach so. Und die haben Milosevic unterstützt, soweit sie es tun konnten. Und wenn sie nicht dann an amerikanische Grenzen gestoßen sind, und die Deutschen haben sich ja kaum davor gewagt, also irgendwie nach dieser ganzen Schelte mit der Anerkennung Kroatiens und so, da waren die auch ein bisschen still geworden. Also das hat ja auch mit verfassungsrechtlichen Geschichten zu tun und so weiter. Also wie kam das dann zustande? Die Deutschen waren ja nicht mal als UNO-Truppen in Bosnien dabei. Das kam dann erst später in Kosovo. Dass da einiges in Bewegung geraten ist, hat natürlich dann auch etwas zu tun mit der politischen Diskussion in Deutschland selbst. Und sicherlich auch eine Schlüsselfunktion hatten da die Grünen, denn ohne die Grünen wäre dann also eine Diskussion nicht grundsätzlich umgekehrt worden. Die Konservativen hätten es nicht durchsetzen können, außerdem waren die gar nicht so auf dieser menschenrechtlichen Sichtweise festgelegt. Also, da kann ja dann Marie-Louise Beck noch einiges davon erzählen, was diese Dimension betrifft. Mhm. Herr Schomburg würde gerne antworten und dann gehen wir gleich weiter mit Jörn. Auch erstmal ganz kurz nur zum Punkt. Bin der festen Überzeugung, dass diejenigen, die das Tribunal eingesetzt haben, davon ausgegangen sind, dass es nie etwas werden würde, dass es über die von Ihnen zunächst dargestellten leeren Büros in Den Haag nicht hinauskommen würde. Auch nach dem ersten Urteil in Sachen Tadic sagen alle Beteiligten, die an dem Urteil mitgewirkt haben, man dachte, das wäre das erste und einzige Urteil. Deshalb ist es so viel mit opeda dicta, also mit überflüssigen Rechtsbemerkungen versehen und über viele, viele Hunderte von Fußnoten begleiten das Urteil, was eigentlich in ein normales Strafurteil nicht hineingehört. Hat sich denn leider so fortgesetzt. Aber es war eben der Gedanke, das ist das erste und das letzte Urteil. Dass sich das Ganze so weit entwickelt hat und fast außer Kontrolle gelaufen wäre, für diejenigen, die das kontrollieren, kann man sicherlich daraus sehen, dass ICTY geschlossen wurde.
dass das Ruanda-Gerichtshof geschlossen wurde, weil in beiden Staaten Vetomächte daran ein großes Interesse hatten, dass nicht plötzlich Anklagen kämen gegen eigene Staatsangehörigkeiten. In dem Augenblick wurde eingegriffen. Danke schön. So viel zu den Einflussnahmen. Sie hatten das vorhin erwähnt, dass diese Schließung, wie Sie es sagen, ja eigentlich viel zu früh kam, Herr Professor Schomburg. Jenana, jetzt ist es so, in Bosnien sollen ungefähr noch 500 Fälle verhandelt werden. Es geht ja weiter. Also das ICTY hat jetzt sozusagen die wichtigsten Fälle abgearbeitet, aber es geht dann auf nationaler Ebene weiter und soll weitergehen. Wie geht das aber zum Beispiel überhaupt in, zum Beispiel nehmen wir Bosnien, in einem komplett dysfunktionalen Staatswesen, in einem komplett politisierten Justizwesen. Wie kann das überhaupt gelingen? Ich muss zuerst etwas sagen darüber, was hier diskutiert wurde zwischen Herrn Professor Schomburg und anderen. Das ist ein bisschen unklar. Es wurde also gesagt, dass die Richter nur das wiederholt haben, was die Staatsanwälte oder andere ihnen vorgegeben haben. Es gab ja doch eine Kontinuität. Es wurden auch Politiker aus Kroatien und Serbien, wurde auch darüber gesprochen, welchen Einfluss die hatten. Und es wurden Diskussionen geführt, es wurde auch international darüber gesprochen, warum zum Beispiel Stanisic oder Perisic nicht verurteilt wurden. Es gab Affären, das heißt, ein Richter, der sich später darüber aufgeregt hat und der gesagt hat, dass es politischen Druck einfach gab. Die haben entsprechende Urteile in zwei wichtigen Fällen gefällt darüber, dass es nicht zu keiner Verurteilung kam. Ja, Šešelj Gotovina, genau, Eugen hat das richtig gesagt. Das heißt, es gab diesen Richter, was Sie schon gesagt haben, das ist alles miteinander verbunden. Das heißt, es gab, ein Richter wurde ausgetauscht und wir haben ein entsprechendes Urteil bekommen, ein schlechtes Urteil. Das haben Sie selber kritisiert. Warum wurde dann nicht die Gerichtspraxis bei Tadic dann wieder angewendet, der verurteilt wurde? Das heißt, die Richter sind nicht ohne Schuld und ohne Fehler, natürlich. Das heißt, nur mit ihrem Wissen und mit ihrer Erfahrung können die etwas machen. Das ist ganz klar. Es ist klar, es ist ebenfalls klar, dass alles einzelne Personen sind, die mit ihrer Arbeit in Den Haag dadurch der Gerechtigkeit einen gewissen Bärendienst erwiesen haben. Da ist natürlich alles, warum sage ich das jetzt alles überhaupt? Alles, was sich beim ICTY-Ereignis hat, zeigt sich dann auch in der Region wieder und bei den jeweiligen nationalen Rechtsprechungen. Und in Bosnien-Herzegowina ist das genauso. Das heißt, da wird sich dann auch darauf bezogen. Das heißt, es gab politische Auseinandersetzungen von Anfang an. Es gab politische Spielchen, auch hinsichtlich des Haager-Tribunals. Aber ich würde nicht sagen, dass die USA oder andere hier so ganz stark eingewirkt haben. Natürlich Madeleine Albright oder Professor Bessioni und Schäfer. Die haben natürlich, es gab dort gute Leute, Kenneth Scott und andere, die dort gearbeitet haben, das waren gute Leute, die haben geholfen, die haben die Tatsachen festgestellt und haben sehr viel erreicht. Das, was Sie jetzt gesagt haben, in der Region haben wir schon, das sind keine Geheimnisse, wir haben das schon verstanden in der Region und mit Carla Del Ponte und so weiter und Nice, das wissen wir alles, das sind gewisse Dinge, die auch in der Region ihren Widerhall gefunden haben. Aber das wurde alles nicht genutzt. Das nutzt man nicht als
Argument bei den politischen Eliten, leider Gottes. Das heißt, es ist ihnen völlig egal, was dort passiert ist. Ihnen ist nur wichtig, dass sie alles ablehnen, dass sie negieren, dass sie andere Narrative schaffen. Dass Kroatien zum Beispiel nicht teilgenommen hat am Krieg, dass Serbien keinen Einfluss hat in Bosnien-Herzegowina, das ist denen wichtig. Alles andere ist denen völlig egal. Es gibt den Fall Martic mit dem Urteil, dass es hier um die Idee des Großserbien gab, dass es gemeinsam mit der jugoslawischen Armee, mit der Armee der serbischen Krajina und der Republika Srpska teilgenommen haben bei Aktionen der Schaffung von Großserbien. Das wurde nicht entsprechend gewürdigt, leider Gottes. Aber ja, also das heißt, in so einem Chaos, wenn also, wie soll ich sagen, wenn es nicht gleich ist, wenn dieses die Praxis nicht gleich ist beim Haager Tribunal, was kann man da erwarten von den lokalen, von den nationalen Gerichten und der Justiz? Was will man von denen erwarten? Das ist irreal. Ich meine, von denen, was will man von denen erwarten? Was sollen die dann groß besser machen? Ich möchte jetzt nicht auch von Kroatien und Serbien sprechen, aber in Bosnien ist es so. Wir hatten ja eine große Reformation der Justiz und der Rechtsprechung in Bosnien. Und wir hatten ja auch, die wurden auch durchgecheckt. Es kamen neue Richter dran. Und die wird relativ auch gut bezahlt, damit sie unabhängig sind, die Richter in Bosnien und auch die Staatsanwaltschaft. Und, aber die haben natürlich auch ihren politischen Druck dort, das ist klar. Und das wird oftmals auch davor gewarnt, nicht nur in Bosnien, sondern in der ganzen Region, dass man wirklich beginnen muss, Urteile auch hinsichtlich der Vergangenheit noch einmal genauer zu beachten. Jenana, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde nur ganz gerne, wir sind schon sehr lang unterwegs und ich würde auch ganz gerne das Publikum einbinden. Ich hoffe, Sie können noch 2 Minuten warten, weil Nemanja wollte noch ganz kurz, Jako Kratko, etwas sagen in diesem Kontext, was wir eigentlich von der nationalen Ebene zu erwarten haben. Und ist es überhaupt möglich, dass wir was erwarten können mit diesen politischen Akteuren, mit denen wir es zu tun haben? Ihr habt es ja vorhin geschildert. Ich will ganz ein wenig das Mikrofon jetzt missbrauchen und die Zeit missbrauchen. Das heißt, alle, natürlich, das Haager Tribunal wird von allen offiziell irgendwie unterstützt, aber das Haager Tribunal wird auch als Ende missbraucht für das Diskutieren über unsere Vergangenheit. Anstelle, dass es als Grundlage verwendet wird, um darüber zu sprechen, was war in der Vergangenheit und wie geht es weiter. Das macht man nicht. Es geht ja um den dauerhaften Frieden in der Region. Wenn das Haager Tribunal einen Fehler gemacht hat und wenn es gesagt hat, dass Serbien nicht in Bosnien involviert hat, was sollen wir dann sagen? Sollen wir dann sagen, hervorragend, wir haben nichts gemacht, wir waren dort nicht? Natürlich, diese Beweise, die es in den Beweisen steht, klar, dass die jugoslawische Volksarmee geschossen hat, dass die jugoslawische Volksarmee unterstützt hat und dass sie für die Republika Srpska gekämpft hat, das ist alles bekannt, die Offiziere, die Soldaten, das ist alles bekannt mit Ratko Mladic. Die wurden bezahlt aus Belgrad, aus dem Haushalt der jugoslawischen Armee. Die Munition kam, das wusste man alles, dass die Munition von dort kam, aus Serbien. Das heißt, wir können da nicht die Augen verschließen, nur weil das Haager Tribunal da hier einen Fehler gemacht hat. Das muss weitergehen. Ganz kurz, weil wir eben halt nochmal in Kroatien eine andere Ausgangssituation haben. Eugen, aber wirklich ganz kurz. Und dann kommt das Publikum dran, dann sind Sie gleich hier an der Reihe. Was können wir denn von einem EU-Land erwarten? Ja. Ja. Ganz kurz, natürlich, das, was wir noch nicht ganz klar gesagt haben, von Anfang an hat das Haager Gericht Einzelne individuell verurteilt, also die individuelle Schuld, nicht Staaten. Das heißt, es gab ein anderes Gesicht, Den Haag, es gibt noch ein anderes Gericht, das die Staaten verurteilt. Das heißt, das muss man ganz klar sagen. Und mit dieser Tatsache wird viel manipuliert natürlich, denn unabhängig von den politischen Eliten sind diejenigen, die den Krieg
geführt haben, die versuchen das zu manipulieren und die sagen, dass in Den Haag auf eine gewisse Art und Weise die nationale Interessen verteidigt werden. Wenn es was um die einheimischen Justiz geht, so hat Kroatien im Prozess der EU der EU-Mitgliedschaft, also als es Mitglied wurde, hat es hier dieses Segment Justiz ganz klar definiert. Von Kroatien wurde verlangt, dass es zumindest einen operativen Plan darstellt, wie es sich verhalten wird. Und das wurde auch so weit gesponnen, dass aufgrund von Informationen, die die Zivilgesellschaft und einzelne Vertreter der Gesellschaft gesagt haben, was sie mitgeteilt haben, dass das wirklich beachtet wurde, dass da Dinge verurteilt, Personen verurteilt wurden. Aber das natürlich, was bei der Justiz in der Region nicht vergessen werden darf, ist bei Staatsanwälten und anderen Beamten. Das Haager Gericht hat mit seinen Urteilen, die Haager Urteile sind unabhängig von, ging es darum, wer ist schuld und wer ist nicht schuld. Sie haben gewisse Dokumente und Beweise hervorgebracht, die einfach zeigen, wie das dann weitergehen muss im Land. Das heißt, das Haager Tribunal und sein Team hat für die Justiz in den Ländern sehr wichtige Vorarbeit geleistet. Und das hätte weitergehen müssen. Kroatien hat das leider nicht gemacht. Kroatien hat einfach zum Beispiel für die Rückeroberung der Krajine hat es nur einen einzigen Urteil gegeben. Ja, so war das leider. Und jetzt sind es in der Tat Sie dran. Für Fragen steht hier die ganze Runde zur Verfügung oder Kommentare. Es wäre wunderbar, wenn wir vielleicht kurz bleiben würden bei den Anmerkungen. Und hier hat sich schon jemand gemeldet, Frau Steinacker, vorne in der ersten Reihe. Ja, vielen Dank erstmal für ein spannendes Gespräch und eine hervorragende Gesprächsführung. Ich habe mich auch schon, ich habe in Jugoslawien gelebt, als es noch Jugoslawien war und auch unter anderem damals Bosnien-Herzegowina als junge Diplomatin vom Generalkonsulat aus Zagreb gut kennengelernt und den Zerfall Jugoslawiens hautnah erlebt und war während des Bosnienkriegs in Norwegen und hatte das große Glück, auch Hanne-Sophie Greve, die Sie erwähnt haben, persönlich kennenzulernen, die tatsächlich die maßgebende Studie für Prijedor verfasst hat, und zwar gegen alle Widerstände. Es gab zwar den Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen und dann des Sicherheitsrats, aber als dann entschieden wurde, eine Studie zu machen, kam keinerlei Unterstützung, kein Geld, kein Personal. Sie hat zum Teil eigenes Geld dafür verwendet. Sie hat dann von der norwegischen Regierung Geld bekommen. Und sie hat diese Studie gemacht, in der sie, und da hat Herr Rathfelder vollkommen recht, schon für Prijedor sagt, es war Genozid. Sie sagt, man könnte es als Genozid betrachten. Sie ist natürlich vorsichtig in der Formulierung in dieser Studie, die man nachlesen kann. Das ist die nach dem ägyptisch-amerikanischen Juristen benannte sogenannte Bassouni-Studie, kann man im Internet finden. Und sie hat dann damals auch einen Preis dafür in Norwegen bekommen, der etwa dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels entspricht, 1995 in einer sehr markante Rede geschrieben, wo sie sagt, genau das, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Die Opfer müssen wissen, wo sie dran waren und was eigentlich passiert ist. Leider hat sich der internationale Gerichtshof eben nicht immer an diesen Standard gehalten. Und ich glaube auch, dass die Geschichte der internationalen Gemeinschaft, die sich eingemischt hat in diesen Prozess, die immer involviert war in diesen Prozess, noch geschrieben werden muss. Mhm. Ich betrachte zwar, und noch nur ein Wort, in Prijedor war kein Tag Krieg. Kein Tag. Mhm. In Prijedor wurde die Macht übernommen von serbischen Paramilitärs und Militärs und dann mit der ethnischen Säuberung begonnen. Konzentrationslager eingerichtet, Bevölkerung vertrieben und umgebracht, wie in anderen Teilen. In und um Srebrenica könnte man sagen, war Krieg. Aber in Prijedor war kein Tag Krieg.
Und deswegen kommt auch Hanne-Sophie Grewe ganz klar zu dem Schluss, es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wahrscheinlich auch Genozid, wie es auch in anderen Teilen von Bosnien war. Und es gibt starke Interessen bei der internationalen Gemeinschaft, diese Tatsachen nicht an das Tageslicht zu bringen. Dankeschön. Dankeschön für diesen sehr qualifizierten Einwand. Hier ist ein Herr in der zweiten Reihe. Ja, also mein Name ist Boris Dökewitsch und vielen Dank nochmal. Ich habe eine kurze Frage und zwar, mich würde interessieren, gibt es denn so einen Ansatz der jungen Leute, also Schüler, Studenten, da wird es ja irgendwie was Kleines geben, was irgendwo keimt, was trotz dieses ganzen Drucks und dieser ganzen Probleme und vielleicht auch schwarzen oder negativeren Aspekte, die wir gehört haben, meinen Sie, es wird trotzdem irgendwie eine Wende kommen? Also ich meine, es hat ja in Deutschland auch gedauert. Also wir wollen ja jetzt nicht irgendwie sagen, dass in Deutschland in den 50er Jahren allen bewusst war, was gelaufen ist. Und dann war auf einmal von einem Tag auf den anderen diese Bewusstseinsänderung da. Das musste ja auch durch Menschen wie Fritz Bauer und einfach irgendwie so Ereignisse und eine neue Generation kommen. Und das ist eigentlich meine Frage an, können auch aus allen Bereichen des ehemaligen Jugoslawiens beantwortet werden. Ja, gerne. Also vielleicht kurz. Jenana aus Bosnien, vielleicht ganz kurz eben halt aus Serbien und eben aus Kroatien mit ein paar wenigen Sätzen. Und die übergeordnete Instanz, Herr Radfeller. Vielleicht hat das alles ein bisschen zu kritisch geklungen, was ich gesagt habe. Aber 25 Jahre befasse ich mich eigentlich mit diesen Fragen und mit dem Haager Tribunal. Auch über die NGO, für die ich arbeite, befasse ich mich mit dem Dokumentieren dieser Kriegsverbrechen, gerade für die junge Generation. Deshalb, wir haben eine Generation praktisch verloren, weil das Bildungssystem ihnen diese Information vorenthalten hat. Die wissen nicht, was wirklich passiert ist. Oder noch schlimmer, dieses aufgeteilte Bildungssystem, wo ihnen beigebracht wird, dass in den kroatischen Kindern in Bosnien sagt man, das ist ein Heimatkrieg gewesen ist. Die serbischen Kinder lernen wieder was anderes und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt nicht 5 vor 12, sondern es ist 5 nach 12 bereits, wenn es darum geht, zu kämpfen um die jungen Leute in Bosnien-Herzegowina. Das gibt mir auch Kraft letztlich, denn ich schaue auf mein eigenes Kind. Das weiß noch gar nicht, dass es eine Okkupation von Sarajevo gegeben hat, obwohl mein Kind 17, 18 Jahre alt ist. Ich weiß noch gar nicht, was in Bosnien passiert ist. Ich möchte nicht, dass die Medien und die Politiker diese Aufgabe übernehmen, sondern ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der die jungen Menschen einander verstehen, in denen sie sprechen können über die Vergangenheit auf der Grundlage von Tatsachen. Und deswegen versuchen wir das. Es gibt Initiativen, es gibt einzelne Gruppen, Individuen, aber es gibt keine große Bewegung unter den jungen Leuten, um den Politikern die Stirn zu bieten. Und leider gibt es keine Alternativen auf der politischen Bühne, denn so links und rechts, das ist ein wenig verloren gegangen. Es gibt keine jungen Führer, die sich distanzieren würden von dieser Kriegsvergangenheit. Und ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig, Zugang zu finden zu den jungen Leuten. Und nicht nur, dass sie die Geschichte des Haager Kriegsverbrechertribunals kennenlernen. Das ist manchmal für uns alle zu brutal, auch wir, die uns daran erinnern. Ich habe gesehen, dass es hier viele junge Leute auch gibt, die sich gar nicht mehr erinnern an den Zerfall Jugoslawiens und an den Krieg. Aber das ist natürlich das Wichtigste. Also dieses Erbe des Haager Tribunals, dass wir da einen Zugang bekommen zu unseren jungen Leuten. Wenn wir die Alten schon verloren haben, ist es wichtig, dass die jungen Leute die Tatsachen kennen aus dem internationalen Gericht. Es ist wichtig, dass diese Tatsachen ihnen zugänglich gemacht werden, damit sie das selbst lesen können, damit sie selbst das studieren können und nicht den Lügen glauben müssen, die ihnen aufgedrückt werden. Wir warten darauf. Es sind so viele Jahre vergangen. Also die Generation, die nach dem Krieg geboren sind, die sind schon erwachsen geworden. Wir warten darauf, dass sie ihren Vätern die Frage stellen, was habt ihr während des Krieges gemacht? Darauf warten wir und es passiert einfach nicht. Und das wird vielleicht auch nicht von alleine passieren. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das so ist. Diese Vätergeneration, die die Kriege geführt hat, sie hat sich
praktisch distanziert und die Verantwortung den Jungen übertragen, und zwar denen, die überhaupt keine Kenntnisse darüber haben, keine Fakten kennen. Und zwar einfach nur auf der Grundlage, dass die ganze Welt gegen sie ist, gegen die Serben oder vielleicht auch gegen die Kroaten oder wie auch immer. Die Frage also, wo wart ihr während des Krieges? Das passiert nicht von alleine. Es ist erforderlich, dass auch einige sozusagen Puzzleteile zusammenfinden. Also wir hatten denn die 68er-Bewegung nicht bei uns oder etwas Vergleichbares, dass das vielleicht ein Anreiz gewesen wäre. Wir hatten nicht das Glück oder Unglück, wie auch immer. Ich spreche da öfters darüber. Und zwar, dass die Verbrechen begangen haben, die sich diesen Konzepten verschrieben hatten, die zu dieser Ermordung einer großen Anzahl von Leuten geführt haben, die sind nie letztendlich wirklich angegriffen worden. Sie sind gefeiert worden während der Kriege und sogar nach den Kriegen. Und der deutsche Schriftsteller im Schatten meines Vaters hat ein deutscher Schriftsteller davon gesprochen, dass sein Vater nach dem Krieg sich geärgert hat über Hitler, weil er den Krieg verloren hat und nicht, weil er ihn geführt hat. Und er spricht darüber, dass sein Vater ihm zu Hause nach dem Krieg verboten hat, Jeans zu tragen und Jazzmusik zu hören, weil das von den Feinden, von den Ursprünglichen kommt. Und gleichzeitig auf der Straße muss er seinen Hut vor den britischen Soldaten ziehen, die da vorbeigehen. Sie haben also Erniedrigung ihrer Eltern erfahren. Die Kinder in Serbien haben oder Kroatien haben nie erfahren, dass ihre Eltern sozusagen erniedrigt wurden, gedemütigt wurden aufgrund dessen, was ihre Eltern getan haben. Und ich möchte noch zum Schluss kommen. Es wirklich besteht die Gefahr, dass diese neue Generation neue Kriege führen wird, denn sie wachsen auf, ohne die Erfahrung des Krieges erlebt zu haben, und trotzdem auf dieser Grundlage. Das ist eine Generation, die so nach dem Krieg geboren wurde, die nur davon gehört hat, die nur entweder romantische Geschichten darüber gehört hat oder nur, dass alle gegen uns waren und wir letztlich keine Genugtuung bekommen haben. Das sind eigentlich Mythen, auf der Grundlage von Mythen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist also die Generation, die selbst keine Kriegserfahrung haben. Sie können sich das als was ganz Tolles vorstellen. Wir können ganz schnell wieder unsere Ziele auf dieser Grundlage eines süßen Krieges sozusagen verwirklichen. Und deswegen muss ich sagen, dass ich nicht wirklich sehr optimistisch bin zum gegenwärtigen Zeitpunkt, was die neue Generation, die junge Generation angeht. Sehr pessimistische Aussage aus Serbien. Und Olga, noch mal die Frage eben, das, was der Herr deiner zweiten Reihe gefragt hat, wie ist der Zustand der jungen Generation? Ja, Sie haben ja auch zu Recht Deutschland angesprochen. Eine junge Generation ist normalerweise eben ja die Generation, die sozusagen diese potenziellen Change Agents hervorbringt. Wie sieht das in Kroatien aus? Kroatien, würde ich sagen, zurzeit ist vielleicht das beste Beispiel dafür, welche Perspektivlosigkeit für die Bürger und insbesondere für die jungen Menschen eine Gesellschaft praktisch schafft, die nicht bereit ist, sich mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren. Ich weiß nicht, inwieweit Sie darüber Kenntnis haben, aber derzeit ist es so, dass sehr viele junge, gebildete Menschen Kroatien einfach verlassen. Die kroatische Regierung sieht das tagtäglich. Das sind Busbahnhöfe überfüllt in einigen Regionen, also nicht in Dalmatien, sondern in anderen Regionen, die nicht aufgrund des Tourismus gut leben können, weil sie Ferienwohnungen vermieten können. Das sind Teile Kroatiens, wo, also in Slawonien beispielsweise, Gegenden, die sehr stark gelitten haben während des Krieges in Kroatien, sodass die kroatische Gesellschaft ein Beispiel dafür ist, eine vergiftete Gesellschaft, eine Gesellschaft, die tatsächlich, also eine Gesellschaft, die von der Vergangenheit aus dem Zweiten Weltkrieg und auch aus dem neuen Vergangenheit einfach neue Mythen schafft, von denen sie sich nicht befreien kann. Es gibt zwei Mythen, also ein Vukovar, also das ist die Mythos des Opfers, und dann gibt es natürlich Mythos der Befreiungsaktion von Slawonien, Oluja, das
diese Generation ist diesen Mythen unterworfen. Es gibt da keine Debatte darüber, wer dagegen eintritt, wird sofort als Feind identifiziert, sodass die Gesellschaft in Kroatien derzeit sehr vergiftet ist, sehr stark. Es wird nur über diese Mythen diskutiert. Es gibt keine gesunde Perspektive darauf. Die Kroaten, heißt es einfach, sind die größten Opfer weltweit. Es gibt keine größten Opfer überhaupt auf der ganzen Welt als die Kroaten. Das heißt, diese Position. Und da sind die Politiker, die Regierungen, egal welche Farbe, die Grünen, die Roten, die Schwarzen, sie gehen diesen Mythen auf den Leim und sie nähren sie aus. Sie gestatten es nicht, dass die Gesellschaft sich befreien kann von diesen Mythen. Dass eine gesunde Herangehensweise, eine vernünftige Auseinandersetzung stattfindet. Und jemand, der sich intensiv damit befasst, es ist wirklich manchmal schrecklich zu sehen, wie die Familien der Opfer missbraucht werden, die ihre Liebsten verloren haben, wie sie ganz banal ausgenutzt werden für politische, banale, tägliche Debatten. Es reicht, dass irgendein junger Redakteur irgendein Film beispielsweise macht, was nicht passt in dieser Narrativ. Es steht sofort, eine ganze Gruppe steht auf, eine ganze Verband. Das sind Leute, die natürlich Verlust erlitten haben, aber sie werden so stark manipuliert und missbraucht. Das ist wirklich schlimm. Das ist zu einer ganz schlimmen Ebene jetzt gekommen. Wenn sie den Leuten sagen, ihr seid Opfer und wir kriegen immer sozusagen einen so einen Kopf drauf, sie gestatten es dadurch nicht den Leuten, dass sie sich befreien von dieser Opferrolle, dass sie aufatmen können, dass sie als gleichberechtigte Personen sich sehen in einer Gesellschaft. Die Veteranen sind derzeit so privilegiert, dass die Europäische Kommission in seinem letzten Bericht über Kroatien darauf hingewiesen hat, dass es eine solche Diskriminierung ist, die da erreicht worden ist, dass das praktisch nicht akzeptabel ist, dass das neue Konflikte in der Gesellschaft hervorruft und diese Gesellschaft erkrankt daran. Und wenn Sie mich dazu fragen, Kroatien ist wahrscheinlich die krankste Nation, krankste Mitglied in der Europäischen Union, in der europäischen Familie. Ich sehe noch deswegen kommen Sie jetzt noch dran. Dann machen wir noch hier zwei und dann müssen wir leider, wir sind hier leider irgendwie schon irgendwie ziemlich spät. Mein Chef guckt schon etwas verzweifelt. Also der Mann in Grün da hinten und dann würde ich ganz gerne noch Herr Erich Rathfelder und tatsächlich auch Herrn Professor Schomburg noch mal eben kurz die Möglichkeit geben, noch mal auf zwei wichtige Aspekte einzugehen und wir haben dann im Anschluss gleich noch mal die Möglichkeit, uns auch bilateral noch mal draußen auszutauschen. Also jetzt erstmal der Herr hinten in der Reihe. Ton habe ich nicht. Habe ich? Ja. Wie auf dem Balkan üblich, Anna Spahovic, mein Name, by the way. Wie auf dem bisschen lauter. Wie auf dem Balkan üblich, wird eher über die Ursache gesprochen und den Status quo, der eher negativ konnotiert ist, aber keine eine richtige Lösung, wie denn die Zukunft von Balkan generell aussehen soll. Und entsprechend würde ich gerne zum Abschluss, dass mir irgendjemand sagt, eigentlich, wie stellt er sich den Balkan vor und was ist die Lösung des institutionellen Problems? Ja, wunderbar. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. An Erich Rathfelder, wir haben ja auch diesen Vorredner gerade gehört, der eben auch noch mal darauf einging, auf das deutsche Beispiel. Das heißt, die Denazifizierung hat auch, also nicht ohne Druck stattgefunden. Wir hatten zum Glück die Alliierten. Die Denazifizierung war mit Sicherheit auch nicht 100% erfolgreich, aber immerhin wurde sie als solche mal formuliert. Vielleicht könntest du aber trotzdem noch mal sagen, auch jetzt eben halt auf das, was der Herr fragt, was fehlt denn eigentlich? Wie lassen sich diese Mechanismen in Gang setzen? Wie lässt sich diese Vergangenheitsverklärung, die es gibt, diese Glorifizierung von Verbrechen umdrehen? Wie kann man überhaupt erstmal einen ersten Schritt machen? Was fehlt tatsächlich und wo ist eigentlich die internationale Gemeinschaft und im Falle von Kroatien, wo ist die EU? Ja, wir können ja nur fragen, was können wir dafür tun, dass sich das umdreht? Also wie das im Einzelnen umdrehen, das ist sehr schwierig. Also wir stehen in einer Situation, das ist rausgearbeitet, die Jugend, das ist es nicht. Die Jugend ist rechts gepolt und die sind, die machen keine Revolte dagegen. Die werden sogar aufgezogen dazu, möglichst viel zu arbeiten, Sprachen zu lernen und so weiter,
um möglichst schnell in Westeuropa Arbeit zu finden. Das ist eigentlich die Perspektive, die jetzt für die Leute vorgegeben wird. Das heißt also, jede Familie, auch jetzt in ganz progressiven Familien, versuchen jetzt, die Kinder hinzukriegen, dass die lernen, lernen, lernen. Und die Zukunft ist nicht die Zukunft des Landes, sondern die Zukunft ist die individuelle Zukunft in Westeuropa oder woanders in der Welt, wo man einen Job kriegen kann. Unter diesen Voraussetzungen ist natürlich eine Frage auf der Aufarbeitung der Vergangenheit ganz schwierig hinzukriegen. Kommt noch dazu, dass die Täter natürlich nicht reden wollen. Welcher Täter möchte schon reden über die Verbrechen, die er begangen hat? Und wofür er verantwortlich ist. Also ich meine, das kennen wir aus Deutschland zur Genüge. Und zweitens ist auch, dass viele Opfer nicht reden wollen, weil es für sie zu schwer ist, darüber zu reden. Und weil sie nicht in die Lage kommen, dass ihr Reden über das, was geschehen ist, etwas verändert. Sie können nicht das Vertrauen haben auf der Grundlage der Situation, wie sie sich jetzt darstellt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Geschichte, die sich jetzt da abspielt. Weil wir keine die Zukunftsgeschichte jetzt machen können. Wir können nicht mehr sagen, drüben am Himmel leuchtet es rot oder irgendwie Zukunft hier, irgendwas. Oder es leuchtet blau, nämlich die Europäische Union. Die haben die Schnauze voll von diesen ganzen Ländern. Also was dann da abläuft, ist es ja eher so, dass da blockiert wird und nicht mehr, ich sage, ich werde Thessaloniki wieder ein bisschen aufleben lassen, sagt 2025, da können die Serben rein und dann die Montenegriner 2025 und die anderen müssen sich nochmal anstellen lassen. Also so gerade ausgerechnet die Länder, wo die internationale Gemeinschaft am meisten präsent ist und Milliarden reingepumpt hat, wie in Bosnien und Kosovo, die sind ganz hinten in der Integration. Also das ist ja auch nochmal so eine verteufelte Geschichte. Das heißt, wir produzieren als Europäer, als Westeuropäer, als EU, wir produzieren Hoffnungslosigkeit. Wo wir am stärksten sind, das sind die Letzten. Ja, das muss man sich vorstellen. Wo Milliarden reingegangen sind, das ist am schlimmsten. Ja, gut. Also das möchte ich jetzt, das ist natürlich... Die Situation ist gefährlich. Ja, aber das ist das, weil es jetzt, also die Frage war ja, was können wir tun? Und dann kann ich sagen, Umkehrung der Politik, das geht nicht so. Das kann man nicht so weitermachen. Du gehst in ein neues Desaster, offenen Auges. Danke, danke. Ich denke aber, er guckt auch etwas unzufrieden, der Herr im Publikum. Ich würde ganz gerne doch noch mal ganz kurz Nehmann ja jetzt fragen, weil ja jetzt die neue EU-Strategie erfolgt wurde. Wir wollen auch über die Zukunft reden, wie aus dem Publikum gewünscht. Für 2025 ist immerhin mal das erste Mal ein fixes Datum für Serbien formuliert worden. Aber wir haben Herrn Vucic, wir haben dieses politische Klima, was du vorhin geschildert hast. Und deswegen auch noch mal tatsächlich die Frage, ja, was bringt das? Also ein Ziel zu formulieren, ist das überhaupt mit diesen politischen Akteuren, die wir da haben, sinnvoll, da überhaupt von EU-Integration zu sprechen? Und dann kommt gleich Herr Schomburg und dann müssen wir leider abmoderieren. Naja, Kroatien ist ja aufgenommen worden in die Europäische Union, ohne diesen Prozess durchzuführen. Ich glaube, die Europäische Union sollte diesen Fehler nicht wiederholen mit Serbien. Ich spreche über mögliche Lösungen. Lösungen, da geht es nicht nur darum, dass man investiert wirtschaftlich in die Region, ohne Akzente zu setzen, ohne Bedingungen zu stellen. Also das heißt, ihr sollt uns nicht Straßen bauen, die uns nicht verbinden werden. Ihr sollt uns nicht Straßen bauen, die morgen irgendjemand zerstören wird, sondern lasst uns diese Verbindung, diese Straßen gemeinsam bauen, dass die Region natürlich vorankommt, aber dass wir dieses Problem gleichzeitig dabei lösen. Wir als
Organisationen wollen regionale Kommissionen einrichten, um Tatsachenfeststellung zu betreiben. Kommissionen, in denen alle Regierungen eine Rolle spielen sollen aus der Region, damit wenigstens ein Minimalkonsensus getroffen werden kann darüber, was uns geschehen ist, damit wir auf der Grundlage dieses Konsenses tatsächlich uns festlegen, dass niemand mehr das leugnen kann, diese Tatsachen. Ich glaube, ohne einen solchen Minimalkonsens wird ein wirtschaftlicher Fortschritt nur von vorübergehender Dauer sein. Und ich glaube, das Bestehen auf Stabilität seitens der internationalen Gemeinschaft reicht nicht aus. Diese Stabilität kann sehr schön aussehen in einem Augenblick, aber perspektivlos sein letztlich. Herr Professor Schomburg, Sie jetzt noch mal zum Schluss. Sie haben auch ein wunderbares Eingangsstatement gehalten. Gerechtigkeit und Frieden schaffen. Die Lehren, die man institutionell ziehen kann, die würden mich jetzt noch mal interessieren. Welche Lehren sind das bezüglich der Prozesse, bezüglich der Qualität der Richter? Wir sprachen es vorhin an. Bezüglich der Unabhängigkeit von staatlichen Akteuren. Ist das, ja, was lernen wir daraus und ist das auch anwendbar auf andere Konfliktregionen wie zum Beispiel Syrien? Ja, das würde jetzt ungefähr 3 Stunden dauern, ja, wenn ich Ihre Fragen beantworten würde. Aber lassen Sie mich kurz nur einen Satz vorher zu Herrn Rathfelder. Opfer nicht reden wollen, das war für mich ein faszinierendes Ergebnis des Jugoslawien-Strafgerichtshofs. Ich habe sehr viele entsprechende Verfahren auch vom Bundesgerichtshof, die da auf Rechtsfragen überprüft wurde, gesehen, wo Opfer nicht bereit waren, auszusagen. Wenn ich in Republika Srpska gewesen war und dort mit Opferverbänden gesprochen habe, kam eigentlich als Hauptkritikpunkt, warum durfte ich meine Geschichte nicht vor dem Jugoslawien-Strafgerichtshof erzählen. Ob es nun Vergewaltigungsopfer waren oder andere Personen, die, was weiß ich, vor dem Weißen Haus unter einem Haufen von Leichen überlebt haben und dann da noch herausgekommen sind, die das genau hätten schildern können. Das ist sicherlich etwas, was das Gericht auch nicht leisten kann. Aber meine tiefe Hochachtung vor den Leuten, die dort so offen ausgesagt haben und die wirklich die Angeklagten fast noch am schärfsten bestraft haben, schärfer als wir das mit einer Freiheitsstrafe tun konnten, indem sie ihnen das ins Gesicht sagten. Ja, also das ist ein Punkt, den ich Ihnen noch sagen wollte. Was kann man institutionell machen? Wir haben sicherlich 2 Fehler gemacht. Einmal, dass wir unsere Urteile viel zu lang haben, dass kein Mensch diese Urteile lesen kann mit den vielen Fußnoten. Das muss knapper und knackiger sein, dass es auch jemand einfach lesen kann. Zurückzuführen ist es sicherlich auf die Tatsache Tadic. Erstes Urteil, wahrscheinlich das letzte. Und jeder hat also noch daran rumgeschrieben. Jeder wollte noch ein bisschen was von seinem wissenschaftlichen Ballast dort loswerden. Und so haben wir jetzt das Urteil. Und die Folgeurteile, die denn 4 Bände lang sind, 1000 Seiten, kann kein Mensch kapieren. Ist schade, müssen wir lernen, dass das geändert wird. Aber ich denke auch bei der Strafzumessung, mit den Richtern, wie ich sie vorhin geschildert habe, ist es verdammt schwierig gewesen, zu vernünftigen Strafen zu kommen. Die Strafen sind interessanterweise auf der unteren und mittleren Ebene, nachdem sie zurückgegeben wurden, die Verfahren, die zurückgegeben wurden ins frühere Jugoslawien und die dann tatsächlich abgehandelt wurden, sind die Strafen deutlich höher als vor dem Jugoslawien-Strafgerichtshof. Liegt einfach daran, dass sehr viele Akademiker dort waren, die ihre Thesen vertreten haben. Aber dann, wenn es darum geht, ja, muss es denn wirklich sein? Er hat doch nur 7 getötet und dann 10 Jahre. Dann damit konfrontiert, dass rund um die Welt es eine gemeinsame Erkenntnis gibt, dass der Mord an einem Menschen in 90 bis 95% der Fälle der Staaten mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet wird, mit der Möglichkeit einer Überprüfung. Aber
grundsätzlich lebenslänglich oder bedauerlicherweise in einigen Staaten auch die Todesstrafe. Das wollten die Kollegen dabei nicht hören. Und das führte dazu, dass die Leute zu früh freigelassen wurden. Sie wurden auch noch, der zweite Fehler, die Strafen wurden nach zwei Drittel erlassen, ohne dass es Auflagen gegeben hat. Das gibt es eigentlich in keinem Staat, der mir bekannt ist, dass es nicht etwa Auflagen gegeben hat, etwa jeden Kontakt mit Opfern zu vermeiden, Auflagen wie Amtsverbote und dergleichen mehr. Das war ein Fehler und das war eben auch das, was ich bei diesen Veranstaltungen gehört habe. Ja, ich bin schon wieder bedroht worden von dem früheren Täter. Ein letztes noch. Sie haben natürlich völlig recht mit Ihrem Hinweis auf Deutschland. Und man könnte frustrierend sagen, ja, das dauert eben noch weitere 40 Jahre, bis Jugoslawien so weit ist wie in Deutschland heute. Der eine Aspekt ist, man darf von Jugoslawien nicht zu viel erwarten. Wir haben verdammt lange seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges 80 Jahre gebraucht, bis wir den Status von heute erreicht haben. Der Bundesgerichtshof hat sich erst im Jahre 2000 dafür entschuldigt, dass die frühere Rechtsprechung dazu geführt hat, dass wesentliche Täter nicht bestraft werden konnten. Die Bücher, die jetzt veröffentlicht werden über das Justizministerium, über das Auswärtige Amt, legen eindeutig klar, wie auch mir niemals bewusst gewesen ist, wie viele Personen in Justiz und Auswärtigem Amt so lange noch tätig gewesen sind. Also wir sollten da keine Kritik üben, sondern wir müssen nur sagen, was wir daraus gelernt haben, dass wir die Hoffnung mitgeben und lassen Sie sich bitte als letzte Hoffnung mitgeben. Es wird sich wundern, dass ich da ausgerechnet auf Ruanda Bezug nehme. Aber ich muss wirklich bewundern, in dem Land, in dem 1994 in 6 Monaten 1 Million Menschen einem Völkermord, einem grausamen, wirklich grausamen, es wurde mit Macheten ermordet, zum Opfer fielen. Dort herrscht jetzt auch zwischen den Hutu und Tutsi ein vernünftiges Verhältnis. Woran liegt es, dass man dort eine sehr gute Erinnerungskultur, Kibuka, pflegt, wonach alle in jedem Jahr vom 4. April an für 1 Monat lang diese Kibuka durch das Land zieht und gerade auch die jungen Leute daran erinnert, was ist passiert. Und dort hatte man auch staatliche Gerichte, da hatte man auch die Gashasa-Courts vor Ort. Und die Beteiligten, die konnten zusammen darüber berichten, was ist wirklich in unserem Ort passiert und wer waren die Verantwortlichen. Diese positive Erinnerungskultur würde ich mir auch in anderen Bereichen wünschen. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ein schöner Gedanke zum Abschluss, etwas Positives in der doch auch sehr pessimistischen Runde heute Abend. Ja, wir haben gesehen, es ist ein sehr komplexes und facettenreiches Thema. Wir hätten jetzt auch noch 2-3 Stunden weiter diskutieren können. Herr Professor Schomburg hat gesagt Tage. Aber wir müssen jetzt leider zu einem Ende kommen und ich hoffe, dass Sie gleich im Anschluss noch ein bisschen bei uns bleiben. Draußen wartet gleich noch ein Buffet auf Sie, ein kleines, und wir hoffen, dass wir diesen Austausch gleich fortsetzen können. Für alle, die Interesse haben, es wird auf jeden Fall auch noch 2 Beiträge auf unseren Websites geben. Ich möchte auch noch mal kurz ein wenig in die Zukunft schauen. Wir haben ja gesagt, wir sind gespannt, was das Berufungsverfahren im Falle Šešelj bringt und ob da eine Verantwortlichkeit auch Serbiens sich dann doch bestätigen wird oder auch wieder abgelehnt wird. Das ist das Nächste, was ansteht im April. Und ob die historische Leistung dieses Tribunals, die wir am Anfang diskutiert haben, eingesetzt werden kann und vielleicht möglicherweise auch auf andere Kriegsgebiete irgendwann auch mal Anwendung finden kann, was zu wünschen wäre. Aber an dieser Diskussion sieht man ja schon, dass das ICTY nämlich genau das geschafft hat, dass es einen Sinneswandel gegeben hat. Man erwartet heute, dass auch andere Kriegstäter zur Rechenschaft gezogen werden, nicht zuletzt, um auch den Opfern erstmal eine Stimme zu geben, um dann Recht sprechen zu können. Die Frage, ob das gelingt, ein Tribunal für andere Kriege zu etablieren, wird abzuwarten sein oder wird am Ende dann doch der Widerstand einiger Akteure zu groß sein.
Das ist sicherlich die betrübliche Seite der Medaille, die heute auch schon durchklang hier in der Diskussion, wenn internationales Recht vom Wohlwollen der Mächtigen abhängt. Für uns als Stiftung war das jedenfalls ein sehr toller und intensiver und wichtiger Austausch. Wir arbeiten in Belgrad, hier sind unsere Kollegen, und in Sarajevo zu Themen der Erinnerungskultur, mit der wir ja auch hoffen, eben eine Aussöhnung überhaupt erstmal auf den Weg bringen zu können. Wir haben zum Beispiel ein neues, schönes Projekt mit Historikern aus der Region, die versuchen werden, Fakten aus verschiedenen Perspektiven herauszubearbeiten und in einem digitalen Format zu verbreiten. Auch da geht es um dieses Thema Facing the Past, historische Fakten überhaupt erstmal so zu erklären, dass die Masse, dass die Bevölkerung sie versteht, um den negierenden Kräften etwas entgegenzusetzen. Ja, dieses Beispiel, was Sie gerade nannten, ist wunderbar. Wenn auch Sie zum Beispiel Beispiele, Ideen haben für unsere Arbeit, wir freuen uns wirklich sehr. Wir freuen uns jederzeit über Anregungen. Wer in der Region ist, ist herzlich eingeladen, auch nochmal vorbeizukommen. Wir freuen uns auch mal über Ideen und Anregungen von außen. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal für wirklich diese tolle Runde, dafür, dass Sie auch so lange durchgehalten haben. Vielen Dank an unsere Gäste hier aus der Region und auch aus der Expertenseite für diese wirklich sehr tolle, für diese, ihr seht es, ich finde wirklich auch, dass unsere Gäste diesen Applaus wirklich verdient haben. Ich finde wirklich, dass wir eine wirklich sehr exklusive Gästerunde hatten und ihr habt heute unsere Runde hier wirklich auf vielfache Weise sehr bereichert. Vielen Dank nochmal, wie immer, an unsere Simultanübersetzer. Die wirklich einen tollen Job immer machen. Ich finde das sehr bewundernswert, insbesondere wenn es eben um diese komplexen Themen geht, wie wir sie heute besprochen haben. Vielen Dank an das ganze HBS-Team, Heinrich-Böll-Team, die diesen Abend hier vorbereitet haben und die auch dazu beigetragen haben, dass das hier heute so stattfinden kann. Vielen Dank an Sie und ans Publikum insgesamt, auch an unsere Rechercheure. Wir hatten Manfred Ertel, Erich Rathfelder, die auch vorab für uns noch recherchiert haben, Interviews geführt haben. Vielen Dank, dass Sie das hier möglich gemacht haben. Und enden möchte ich mit einem Zitat von Professor Sherif Bassioni. Wir haben ihn vorhin schon in Ansätzen erwähnt, der diesen UN-Bericht verfasst hat. Ich mache es jetzt auf Deutsch, der gesagt hat, bei Konflikten wie diesen geht es nicht um Zahlen, sondern über das Individuum, den einzelnen Menschen. Jeder muss von den anderen unterschieden werden. Den UNO-Bericht, den Herr Bassioni dann ja geschrieben hat über Priador, hat dann zur Einsetzung des ICDY geführt. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank und bis bald.